Guck mal hier, das ist doch das hier. Ah, Clickbait aller Bildzeitung. Katastrophe am großen Fluss. Der Fluss ist weg. Klingt ja sehr dramatisch. Unvorstellbares geschah am großen Fluss. Vor wenigen Tagen noch floss der Strom zwischen Elenvina und Albernien in beständiger Gemächlichkeit dahin. Lastenkähne, Flusssegler und Fischerboote tummelten sich auf den Wellen. Das Preiausauge lachte vom Himmel herab, die Möwen kreischten und der Fang war gut. Doch wie Fischer des Marktflecken Klippak berichten, musste plötzlich ein Grollen und Tosen erklungen sein, wie mitten in einem Rondrasturm. Doch stand keine Wolke am Himmel. Auch laute, unverständliche Stimmen waren wohl zu hören. Dann plötzlich begannen die Wellen auf dem Fluss sich höher und höher aufzuschaukeln. Weiße Gischthauben verdeckten die Sicht auf die Schiffe und Boote. Wir hörten noch die verängstigten Rufe und Schreie der Menschen auf dem Fluss. Und dann, mit einem Schlag, hörte der Fluss auf zu fließen. Als ob eine unsichtbare Hand das Wasser zurückhalten würde, sahen wir eine Wasserwand, wie mit einem Messer gezogen. Komisch dabei war, dass der Fluss nicht über die Ufer trat und alles überschwemmte, sondern einfach an einer Kante verschwand. Dann rutschte sogar ein Kahn, der Weinfässer von Elenvina nach Havena bringen sollte, über die Wasserkante. Unter etlichen Preios-Hilfrufen krachte das Boot dann auf den Flussboden und zerbarst auf dem plötzlich freiliegenden Kieselbett. Die armen Leute darauf, ich glaube, keiner hat überlebt. Was erst später bekannt wurde, ihre Hoheit Grimberta Haugmin vom Berg und vom großen Fluss, die Mutter unseres geliebten Herzogs, war zu eben dieser Zeit mit einem kleinen Flusssegler unterwegs, die südlichen Baronien der Nordmarken zu bereisen. Sie hatte vielversprechende junge Nordmärker als das waren Knappen, Schüler von Magier- und Kriegerakademie sowie Novizen einiger Tempel als Begleitung an Bord. Doch seit diesem Getöse fehlt von der Herzogin Mutter jede Spur. Weder ist ihr Segler bei denen, die ihre Fahrt vor der Kante noch haben stoppen können und jetzt an beiden Flussufern anliegen, noch sieht man Überreste auf dem Flussboden. Bisher hat sich noch niemand in den nicht mehr fließenden Fluss getraut. Wer weiß, was mit einem passiert, wenn das Wasser plötzlich wieder fließt? Also, da liegt jetzt einfach ein Schiff auf dem Kieselbett und die machen da jetzt keine Rettungsaktion draus. Ich wüsste jetzt nicht, wie hoch ist denn der große Fluss? Also, wie tief ist der? Wie tief sind die gefallen? Da das ein Fluss ist, der ja für die Wirtschaft dort wichtig ist, nehme ich mal an, das wird ein ziemlich breiter Fluss sein, so wie der Rhein. Das ist halt der Wie große Fluss, tief ne? ist der Rhein? Beziehungsweise Elbe wäre jetzt das erste, weil ich aus Hamburg komme, aber. Ja, gut, oder Elbe, aber. Wie tief? Ja, ich will wie tief. 25 Meter. Wow. Ja, das überlebt kein Flusskahn, der da Also, runterfällt. selbst wenn es halt 10 Meter sind, ne? 10 Meter sind drei Stockwerke. Stell dir halt vor, du stürzt gemeinsam mit deinem Schiff drei Stockwerke tief. Das scheppert schon ordentlich, aber hallo. Das erklärt, wieso sie davon ausgehen, dass keiner das überlebt hat. Ja, aber keiner geht dahin, offensichtlich. Ne? Die gucken sich das alle von außen an und warten mal, bis der nächste Magier vorbei oder Geweihte vorbeikommt. Und wahrscheinlich ist darunter irgendwo so eine Höhle mit so einer Abenteurergruppe da drin. Und der Anführer der Gruppe sagt zum Zwerg: Was hast du wieder angestellt? Was hast du wieder angestellt? Sag's schon. Grimberta Haugmin vom Großen Fluss und vom Berg ist die Witwe des Herzogs der Nordmarken, Hartwig Gorwin vom Großen Fluss. War Und da nicht auch ein Opfer vom Mithraeus-Schwert? seit dem Tod ihres Vaters, das Oberhaupt der Familie vom Berg. Ja, okay, das war's. Ist das die Mutter oder die Die Ehefrau von dem, Mutter der da von bei euch auf dem Hagrobald. Turnier war? Ah, okay. Hagrobald, das war Prinz Hagrobald, ne? Der war bei uns auf dem Ja? Turnier, genau. War der, als er auf dem Hatte das Turnier, beziehungsweise das, was danach kam, Mithraeusfeld oder so, hat er das überlebt? Ja, der Weil hat der das ist ja, ist ja, überlebt. der ist ja tot irgendwie, oder nicht? Hagrobald? Weiß ich Nee, der nicht. lebt. Der ist Der 37. lebt? Gut. Okay. Nee, das ist der Prinz. Sein Vater hat dann so ein bisschen Stunk gemacht, zumindest im offiziellen Aventurien. Bei uns habe ich den ganzen Blödsinn rausgeschnitten. Das passiert alles im zweiten Buch, was wir nicht bespielen. Also dann, wenn der Kaiserthron frei ist, nach dem Motto, jetzt können wir uns ja auch mal versuchen, irgendwie selbst die Kaiserkrone aufzusetzen. Das hat Hardoval versucht. Und sie ist jetzt die Ehefrau von Hartobal und die Mutter von Hagrobald. Hat Hartobal den Krieg mit Albernia angezettelt?
Und das ist, sie ist halt Herzogin, ne? Davon gibt's nicht so viele. Das Ja. ist das halt schon richtig ein. Also, ich kannte sie vorher nicht. Ich kannte halt Hathorwald kannte ich und Hagrobald kannte ich auch. Von Grimberta habe ich nie was gehört. Schon krass. Naja, im Mittelreich haben eben Titel vor allen Dingen auch noch was zu sagen. Ne? Nicht so wie im Bornland, wo du irgendjemand hast, der sagt, er ist Graf und dann fragst du ihn wonach. Und dann sagt er ja die drei Häuser da drüben und das Herrenhaus im Hintergrund. Und du denkst dir, okay. Ja, vor allem, du hast ja eine kleine Baronie, das habe ich ja in der Patien, konnte man das ja sehen. Baronien sind eigentlich ziemlich klein. Dann hast du eine Grafschaft und dann über der Grafschaft müsste eigentlich dann der Herzog kommen. Und der Herzog oder der Fürst, der verwaltet dann halt, ja, ganz der Patien oder ganz Tobrien. Ja, mit dem Baron gleichgestellt ungefähr ist der Ritter, ne? Vom, ich sag jetzt mal Einfluss, ne? Also ein Nee, Ritter kann ja auch belehnt werden, der oder Baron nicht? ist höher. Ja, Ja? also ein Ritter hat ein kleines Dorf und eine Baronie sind ungefähr 5 Dörfer oder vielleicht mit einer kleinen Stadt und dann 5 Dörfer drumherum. Okay. Also ein Ritter hat normalerweise eine so eine kleine Burg in irgendeinem kleinen Dorf oder in irgendeinem kleinen, also in so einer Ministadt oder einer Ortschaft. Wie gesagt, ich bin momentan viel im Bornland mit meinen Gedanken. Von daher, da gibt es das Ganze so nicht. Da gibt Ja, es da kenne ich mich auch null aus im Bornland. nee, da kann ich dir vom Adel her sagen, da ist jeder alles Mögliche. Da hast du einen Prinzen, der im Widderorden eine Burg hat, aber so kein Lehen mehr hat. Da hast du einen Grafen, der die Nummer 1 der Adelsmarschallin ist und so weiter und so fort. Also das geht da alles, jeder kann da irgendwie im Grunde genommen alles Mögliche vom Titel her sein. Und Hauptsache, du sagst Bronja hinterher zu denen. Denn das ist der Einheitstitel von allen. Was meinst du mit Burg Theater im über 3 Jahre. Widerorden? Also ich habe in Simjala halt die Konstellation Baron, Gräfin mit Alarich von Falkenwind und Nahiniel von Quellenstein. Aber gerade die Gräfin, die ist ja nicht großartig in das sonstige Adelsgefüge eingebunden als Elfe. Ja, die verzieht sich doch immer, wenn sie zu stressig wird. Ich gehe mal 10 Jahre auf Jagd. Glaube, das ist die Jüngere, die Alechandriel. Kommt dann nach ihr. Wie gesagt, jeder, der sich irgendwie beschwert, es gibt keinen Metaplot, das ist krass. Das ist richtig krass. Wie gesagt, ich kannte die vorher auch nicht, aber das war jetzt irgendwie die Anführerin vom großen vom Berg. Und das Haus vom Berg ist halt das älteste Haus. Nachgewiesen das älteste Haus von Aventurien. Also älter als die Familie Gareth und älter als die Mersings und hast du nicht gesehen. Aber sie ist verschwunden. Das Ach klingt komm. eher wie so eine Stellenanzeige. Wenn das jetzt ein Ja. Computerspiel würde, Okay, du hast würde ich sagen, recht. Quest aktiviert. Nee, du hast tatsächlich recht. Also, das Schiff ist kaputt. Und Das ist ich. ein anderes Schiff. Nee, also, es kann ja auch sein, dass irgendwie ein Dimensionsloch oder ein Riss oder sie auch irgendwo anders hin transportiert hat. Meinetwegen die Feenwelt. Also, ich hatte ja auch den Feenkrieg. Ich kenne mich da selber noch nicht ganz mit aus, weil ich die Abenteuer dazu noch nicht gelesen habe. Das müsste ich nochmal machen. Aber ich weiß nicht, ist das der Namenlose oder sind das die Feen? Also dieses Ereignis da kann ich gar nicht einordnen. Und ich kann es mir ehrlich gesagt schlecht vorstellen. Ist Also es dann das wie können wir so uns gerade mal im Rand der Metaplot angucken. Welt? Moment, das gibt es ja auch noch im Metaplot. Gerne stehen Katastrophe. Das können wir uns hier gerade mal, das ist dann die nächste Seite. Wenn du wissen willst, was mit der Mutter des Herzogs und ihren Begleitern geschah, warum der große Fluss aufhörte zu fließen und ob das irgendwann wieder tut, dann werde ein Teil dieser Geschichte und mach dich beim Nordmecker Briefspiel. Mach mit beim Nordmecker Briefspiel, die gibt's noch. Aber lebe das Abenteuer als einer der Begleiter der Herzog und schreibt mit anderen Neuspielern die Geschichte zu Ende, wie sie ausgeht, das liegt an euch. Geschrieben wird im Briefspiel in einem Word-Dokument. Der E-Mail-Verteiler, ein Spielleiter begleitet die Szene. Ich wusste gar nicht mehr, dass es die Norden. Anja Fleming. Yay! Es gibt wieder Briefspiel? Ich dachte, das ist einfach komplett eingestampft. Wir haben Nee, früher nicht Chroniken alles. der Engel über ein Forum gespielt. Das funktioniert so ähnlich, oder? Chroniken der Engel. Ein sehr schönes System mit kaum Regeln. Aber ein tolles Setting. Also ich bin gerade sehr verwundert, dass. Aber okay. Ja, vielleicht ist ja eine Zeit lang halt Funkstille gewesen und das ist jetzt sozusagen ihr neuer, sozusagen frischer Wind, da ist das so frischer Wind reinkommt.
würde ich cool finden. Also es klingt zumindest schon mal sehr vielversprechend. Besucht die Erbgräfin Almhus. Almhus. Die Kaiserstadt Almhus rüstet sich derzeit für den Besuch. Erbgräfin El... Oh mein Gott. Elfgüas von Hardenfels. Die Hofdruchsessin Kaiserin Rohaias von Gareth und nach dem Tod ihrer Mutter Rayodara in der Stadt... in der Schlacht bei Mendena. Erbgräfin zu Almhus war ihre Heimat viele Jahre fern. Inzwischen ist es um die Gesundheit Gräfin Calderines übel bestellt. Seit dem Tod ihrer Tochter zeigte sich die Kreisegräfin nicht mehr in der Öffentlichkeit und die Sorge im Volk und seine willensstarke Gräfin ist groß. Der Besuch der Erbin wäre ein Zeichen der Zuversicht in diesen trüben Tagen. Allein einen Zeitpunkt für den Besuch weiß noch niemand. Ich glaube, das geht tatsächlich jetzt um die Feenkriege. Ich glaube, das stimmt irgendwas. Ich habe die Abenteuer, habe ich mir zumindest mal das Inhaltsverzeichnis angeguckt. Da ging es irgendwie um so eine Adelsfamilie, wo jetzt die letzte in der Schlacht in Mendena gestorben ist. Das war das mit Hafax. Ich habe dann aber auch nicht mehr weitergelesen. Also, was mich ein bisschen wundert, ist, wenn wir von Feenkriegen sprechen, dass wir halt dann in den Nordmarken machen. Wo wir allerdings ja ganz genau wissen, zum Beispiel Albernia oder sowas, die einen sehr viel deutlichen, nach vorne tretenden Bezug zu den Feenwelten haben. Siehe Farindelwald und so. Aber das ist doch bei den Nordmarken, oder nicht? Ja gut, das ist direkt in der Nähe, aber halt die Frage ist halt, wenn wir das jetzt Ganze nur auf die Nordmarken beziehen, was läuft denn dann in Albernia, ne? Muss gerade mal gucken. Farindelwald ist halt diese magische Globule. Wo fängt denn Nordmarken an? Also Nordmarken fängt ein bisschen, ich meine... Honing, Winhall? Oder ist Honing nicht... Honing gehört noch zu Albernia, ja. Das ist auf jeden Fall in einem großen Fluss ein großer Teil über Feenglobulen drin. Windweg, Ennendoch. Müssen wir mal angucken, wie tatsächlich da die politischen Grenzen aussehen. Albernien ist ja ein Königreich, oder? Mit Sitz in Havena. Ist das ein... Ist das immer noch? Ich dachte, es war ein Königreich. Ich weiß es auch nicht. Also kann sein, dass ihnen das auch weggenommen wird. Vielleicht ist es wieder nur ein Fürstentum. War das? Nee. Der neue Fürst, ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt, der neue Benain, das ist ein Fürst, kein König. Okay, dann wurde ihm die Königswürde wieder abgesprochen. Ging denn nicht der Unabhängigkeitskrieg, der jetzt sozusagen in der Folge dessen, was mit dem Untergang von Gareth und so weiter war? Ja, also, genau. Ne, da kam das Ganze doch, da kam der ganze, ist ganz die ganzen Unruhen im Norden. Genau, die Nordmarken haben gegen Albernien sich aufgelehnt und dann meinte Rohaya, ja okay, ich habe jetzt entweder die Wildermark oder ich kümmere mich irgendwie um meine ehemalige Heimat, die ich noch nie gesehen habe, weil Mama daher kam. Ema kam ja aus Havena. Ja. Und dann hat sie gesagt, okay, kümmere ich mich um die Heimat von meiner Mama. Und deswegen ist die Wildermark halt Wildermark geworden. Ja, zumal sie auch, ja, danach eigentlich, beziehungsweise nach Gareth ja auch, ich sag mal, kaum irgendwelche, also war ja erstmal die Infrastruktur komplett hin im Mittelreich. Ja, aber hallo. Ich meine, wenn wir uns mal überlegen, wann war das? 1036, 35, 36? Und jetzt... 1028 plus. Ja, oder so. Und wir sind jetzt bei 42. 42 und wie das Ganze sich dann erholen konnte, sag ich mal, ne? Also das war schon gut, okay, gut Augen zu und sowas, ne? Beide Augen zugekniffen und so und hoffen, dass das alles klappt, aber das ist krass. Ja, das klappt halt eigentlich so vom Metaplot von DSA-Geschichte sowieso nicht. Wenn du die größte Schlacht Aventuriens hast und dann 6 Jahre später trotzdem nochmal so hier all deine Truppen zusammenziehen kannst, funktioniert eigentlich nicht. Ja, eben. Irgendwann sind auch wirklich alle Bauern in der Miliz drin und so. Und ja, also das hat Splittermond zum Beispiel wesentlich besser gelöst. Die haben einen größeren Kontinent und die haben auch sehr viel mehr Bürger. Und da kannst du auch einfach mal mit 1000 Leuten Krieg führen, ohne dass es irgendwen kümmert. Das finde ich ziemlich geil.
Hier, Finjan Uybenain. Erstgeborener Sohn Finjan Uybenains und Galahans, Kronprinz des Fürstentums. Machen wir mal, Konvent fordert striktere magische Verbrechen. Das kann Paladose mal vorlesen. Konvent fordert striktere magische Verbrechen. Gareth, selten zuvor fand ein Konvent zur Fortentwicklung des allgemeinen Landrechts und der Heilsgerichtsbarkeit solchen Widerhall wie das diesjährige Treffen von etwa 50 Rechtsgelehrten Licentiati Iuri Magica, Geweihten und Adligen in der Hauptstadt des Mittelreiches. Hier forderte der ehemalige Rechtsdozent der ehrwürdigen Universität zu Metumis, Donator Lumini Praiobur von Baburin, in seiner von Shelacha gesegneten Rede künftig jegliches magische Verbrechen, das mittels Überwindung der Seelenkraft begangen wird, als Räuberei zu ahnden. Nicht bloß Faust, Knüppel und Schwert fügen offenkundige Verletzungen zu, gerade Magieschläge oftmals zwar unsichtbare, aber tiefere Wunden. Die durch Quanions-Queste und Prinzipismus veränderte Sichtweise der Praios-Kirche auf die Zauberei enthielte begrüßenswerte Elemente, habe aber gerade Niedergerichte verunsichert, die zu Recht nach klaren Regeln im Umgang mit Schadenszauberei verlangen. Die heutige Rechtspraxis stehe im klaren Widerspruch zu der einen preisgebenden Ordnung, wenn ein Magier, der einen Ladenbesitzer mittels Imparavi um seine Einnahmen bringt, hier als Betrüger und dort als Dieb oder Räuber verurteilt würde, sodass jeder das Schafott mit rotem Gesäß der andere ohne Hand verließe. Der Ausweg vieler Gerichte magischer Verbrecher als allzu leichtfertig und in Missachtung von Codex Pax Aventuriana und Codex Albiricus den Gilden zu überstellen, sei inakzeptabel, da sich wahre Gerechtigkeit von jener gildenmagischen Basar-Mentalität unterscheide, derer man zuletzt auf dem allaventurischen Konvent ansichtig wurde. Lehnsherren und Gesetzgeber, die dies zuließen, verfehlten ihre Praios befohlene Aufgabe. Die inbrünstig vorgetragene Worte des Praios-Geweihten berührten die Herzen und den Verstand so vieler Anwesenden, dass der Konvent in seiner Abschlussnote die mittelreichischen Herrscher aufforderte, Verbrechen mittels Beherrschungsmagie als Räuberei zu bestrafen. Empörend. Ganz und gar empörend. Stellen in Frage, dass das die Sache der Gilden ist. Hör ich da die Schwarzmagierin? Und der Titel ist semantisch falsch. Konvent fordert striktere magische Verbrechen. Das würde bedeuten, dass das Konvent magische Verbrechen haben möchte. Genau, ja, tut alle Verbrechen. Ich habe auch eben schon gefragt. Eigentlich wollen sie eine bessere Definition, oder? Wann war denn wann war denn das magische Konvent? War das am 20. Paraine 41? In Kunchum? Wann war das? Also 24 war doch eins. Alle 27 war das. 27 war 27. Eins, das wurde ja abgebrochen. 20 in der Borbrat-Krise, 27 war eins direkt während des Jahr des Feuers. Und ich weiß jetzt nicht, wann das letzte magische Konvent war. Also die Berichterstattung kam aus Gareth. Aber wenn ich mir jetzt angucke, dass der Donato Lumini einer von Baburin ist. Baburin ist ja in Almada nicht, sondern Aranien. Baburin ist in Aranien. Ist jetzt die Frage, ist das auf dem Konvent passiert? Ich meine... Nein, ich glaube nicht, oder? Wann war denn das Konvent in Kunchum? War das 41? Ja, das gucke ich jetzt gerade mal nach in der Wiki Aventurica. Also die nennen diese Veranstaltung da ein Konvent, aber ich denke, es ist nicht das allaventurische Konvent der Magie, sondern irgendwas anderes. Ja, sagen wir, ein Konvent zur Fortentwicklung des allgemeinen Landrechts. Vom 12. Genau. Vom 12. Paraine bis zum 1. Ingrim, 41 BF. Also das ist exakt in der Mitte. Exakt in der Mitte des magischen Konvents fordert er das. Und der Bericht kommt aus Gareth, aber er selbst ist ein Baburiner. Und da weiß ich jetzt nicht, ob das irgendwas damit zu tun hat. Da müssen wir uns gleich nochmal den Metaplot dazu angucken. Weiß nicht, ob da irgendwas drin ist. Ist das nicht auch in der Praios-Kirche so, dass der Praiobur von Baburin, dass Baburin sein Weihetempel war? Das kann auch sein. Das ist nur so nur. Weil du hast ja auch, das Schwert der Schwerter ist ja Bibernell von Hengisfort, residiert aber trotzdem in. Wo ist eigentlich gerade der Sitz? Perikum ist es ja nicht mehr.
Und gerade die Frage im Chat von Muscara, kann man strikt überhaupt steigern? Strikter, ja, weiß ich jetzt nicht, ob Toter am totesten. Ich denke, aber wisst ihr was, das ist eigentlich typisch Zeitung, wenn man in unsere Tageszeitung schaut, genauso. Ich sehe gerade unten einen coolen Kommafehler in dem Bericht unten drunter, als seine Durchlauchtborstel, Komma. Borstel der Eber. Da habe ich tatsächlich eben gesehen, da gibt es einen Meisterhinweis dazu. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, was das soll. Da steht nur drin, dass das gut für junge Abenteurer ist. Dass man da draußen ein kleines Abenteuer machen kann. Besuch, tot oder lebendig, Borstel der Eber. Ihm werden zur Last gelegt, Majestätsbeleidigung, Mundraub und Verwüstung. Was? Ein Andergast würde ich sowas durchaus durchgehen lassen. Im Kosch? Ich weiß nicht. Wer war das im Kosch? Dreister Anschlag auf Fürst Anzold. Was ist denn? Philipp Neitzel durfte da wieder irgendwie Zeug machen. Wollen wir das lesen? Ja, weiß klar. Ja, alles klar, dann hau mal rein. Angbar. Unser Fürst Anzold ist für seine Tierliebe bekannt. Und so verwundert es nicht, als er auf einem Ausritt durch die Hügellande an einem Bauernhof Halt machte, um das dortige Vieh zu begutachten. Als seine durchlauchten Borstel... den stolzen Eber der Landwirte begutachtete und sich ins Gatter beugte, um dem kapitalen Schwein den Rüssel zu tätscheln, geschah es. Borstel schnappte zu und verletzte die Hand unseres sanften Landesvaters. Bevor die überraschten Leibwachen oder die panischen Bauersleute reagieren konnten, war Borstel durch eine Lücke im Gatter entwischt. In seiner Güte verzichtete Fürst Anzold auf eine Bestrafung der Bauern. Doch der Eber Borstel sollte nicht ungestraft davonkommen. Der Biss muss als Majestätsbeleidigung, wenn nicht gar als ein Anschlag auf die Fürstenperson gewertet werden und ist deswegen mit dem Tode zu bestrafen. Folglich ließ die fürstliche Kanzlei Steckbriefe mit einer Beschreibung Borstels drucken. Was sich die angehenden Schweinejäger nun fragen ist, was sich mit dem guten Fleisch des aufrührerischen Ebers anfangen ließe. Wäre es Majestätsbeleidigung, sein Fleisch zuzubereiten, und könne man es dem Fürsten anbieten? Manche argumentieren, dass ein Schwein, das Fürstenblut kostete, nun besonders edel schmecken müsste und es nur gerecht sei, wenn der Fürst es dem Tier in selber Münze heimzahlte. Andere sagen, man könne ein so böses Tier nicht vertilgen, ohne selbst Schaden zu nehmen. Gott. Borstel selbst hat mit dem Biss in die fürstliche Hand nicht seine letzte Untat begangen. Immer wieder wurde der kapitale Eber im Hügelland gesehen und konnte doch jedes Mal seinen Häschern entrinnen. Dabei zog er so manchen wohlgepflegten Garten in Mitleidenschaft und verspeiste just vor Ankunft der Kuchengräfen die abkühlenden Apfelkuchen einer ganzen Hügelzwergensiedlung von den Fensterbänken. Es ist höchste Zeit, den Plünderzug zu stoppen und der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen. Alle Jäger, Abenteurer und überhaupt jeder aufrechte Koscher ist aufgerufen, seinen Teil zur Ergreifung Borstels beizutragen. Der Eber ist von massiger Erscheinung mit Schlappohren, eines davon braun, das andere im üblichen rosa. Er ist besonders borstig, daher sein Name, und Gerüchte besagen, unter seinen Vorfahren befände sich eine echte Wildsau. Wow. Der angehende Schweinefänger sei gewarnt. Borstel ist besonders gewitzt und hat ein Gespür für Fluchtwege. Gefahreninstinkt hat er also auch noch. Ja. Und das ist jetzt einfach nur ein Aufhänger für hier, ihr seid irgendwie neue aventurische Helden, sucht mal dieses Schwein. Ja. Steht okay. In meisten Informationen drin. Aber ja. Also ich meine, das Apfelkuchenfest war ja schon cool. Da ging es halt noch irgendwie um sowas wie ein, ich weiß nicht, das war kein Lindwurm, das war halt irgendwie so ein Stinkedrache, den du da. Grubenwurm, der war halt schon groß, ne? Und an sich habe ich dieses Abenteuer auch ziemlich gefeiert, aber so langsam denke ich mir, brauchen wir noch mehr davon? Jetzt so in so der aventurische Boot, da stört mich das halt nicht, ne? Aber. Ich würde einfach mal sagen, das ist genau für diese Anfängergruppen, die, ich sag jetzt mal, häuslich anfangen wollen. So dieses. Bauernplay. Genau, ja. du hast halt einfache Charaktere, da kannst du halt deinen Zuckerbäcker anbringen, deine Magd oder sonst was, die halt mal auf Abenteuer ausgehen wollen, weil 50 Silbertaler sind für die ein ganz schöner Haufen Asche. Ja, der Zargeweihte, der Traviergeweihte.
Also genau, ich finde, das ist so jetzt für Everyday-Helden, sag ich mal. Also ich finde, es hätte jetzt nicht unbedingt zwei Spalten gebraucht und aber keine Ahnung, es ist halt lustig. Will. Ich meine ganz im Ernst, ne? Der aventurische Bote, die PDF ist umsonst, wird da rausgegeben. Und das ist halt ein Lückenfüller. Ich finde das nett. Das tut mir nicht weh. Und dann lieber hier, als es dann ein eigenes Heldenwerk draus macht, wo du dann über 16 Seiten Borstel jagen musst. Außerdem, jetzt mittelalterlich gedacht, im Mittelalter wurden auch Schweine vor Gericht gestellt und verurteilt, weil das mittelalterliche Rechtsverständnis nämlich nicht von der Intention her argumentiert, sondern von den Auswirkungen her. Es ist völlig egal, dass das Tier nicht denken kann und das nicht mit Absicht gemacht hat. Okay. Zünfte fordern Zollintervention, oha. Ja, das können wir uns auch nochmal uns angucken. Moment, das ist ein ganz kurzer. Zünfte fordern Andergast wieder. Ja, eben deswegen. Ah, neben ungenießbarem Wein überschwemmen nun auch geschmackloser Tant und Plunder aus dem Herzogtum Engersaal unsere Lande. Lumpiger Schweinkram, heißt es aus dem Zunfthaus. Zusammen mit der Travierkirche schickten die Handwerkerzünfte eine Petition an den Rat der Recken. Gefordert wird eine Erhöhung der Zölle für jegliche Waren aus Engersaal, um den Andergaster Bürgern vor Übervorteilung an stößiger Stümperware zu schützen. Jo. Uff. Ich dachte immer, es gäbe nichts Schlimmeres als Andergast und Nostria, bis ich von Engersaal erfahren habe. Ja, Engersaal macht das Ganze. Ganz ehrlich, dann fühlst du dich als Andergaster, glaube ich, irgendwie weltmännisch, wenn du die hörst, wenn du von denen liest. Was ist denn in Engersaal los? Also. Nichts. Ich glaube, dieses Ding bezieht sich auf Wege der Vereinigung. Da gab es nämlich diesen grauenhaften Engersaaler Sexualmagier. Ja. Ich habe davon mal ein Artwork gesehen und ich kann ihn leider nicht mehr vergessen. Ich glaube, das ist hier gemeint. Cannot be unseen. ich glaube, das bezieht sich darauf, weil in Engersaal produziert Wein und Sexspielzeug. Echt? Ja. Das ist das Exportprodukt? Ja. Mhm. Und die haben halt diesen Engersaaler Sexualmagier tatsächlich als Klasse. Auch wenn das Andergast provinziell. Also, ich meine, klar, da ist irgendwie die Schweinescheiße auf der Straße und so ein Blödsinn und die trinken halt Eichelbier, aber sind die da, haben die ein Problem mit Sexspielzeug? Sind die da nicht so aufgeschlossen? Die sind recht zugeknöpft schon, ja. Auf der anderen Seite, es gibt den Tempel der Heiligen Dorlin bei Joborn, was immerhin dazu geführt hat, dass die eine unterschiedliche Kriegszählung zwischen Nostria und Andergast haben, weil Andergast einfach sagt, ja, das eine Mal, wo das Liebeslicht aktiviert worden ist und die Kämpfer alle eine 3 Tage lange Orgie gefeiert haben, das wollen wir irgendwie, das erkennen wir nicht als Krieg an. Ja, danach war ja auch die Raya-Kirche in Andergast verboten. Und, also ich weiß nicht genau für wie lange, aber die waren auf jeden Fall in Andergast verboten. Und ich glaube, was diesen Krieg, der in eine Orgie geendet ist, angeht, da gibt es irgendwo den schönen Satz, die Historiker beider Reiche bestreiten das in allen Tonlagen. Ja. Ja. Wie gesagt, ich habe das Witzige ist, dass das Liebeslicht von Joborn unter anderem gerade in Neue Bande Uralter Zwist musst du das aktivieren. Okay, also das, was du jetzt vorbereitet hast. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so spoiler, aber das musst du an einer Stelle machen. Das ist zwar relativ wenig spektakulär und auch nicht als Wunder per se, beruhigt aber trotzdem alle in der Stadt. Das ist schon immer ein Thema am Boden. Früher waren doch Werbeanzeigen für Engersaaler Wein in den kleinen Werbeanzeigen. Ja. Naja, wo bauen die denn an? Die haben doch irgendwie nur die Steineichenwald und also wirklich viel Sonne. In den Hängen davon, nein. Sonne gibt es da nicht wirklich. Ich wollte gerade sagen, das ist doch alles irgendwie waldig und kann doch nicht schmecken. Sogar die Orks weiden diesen Flecken. Also das soll schon was heißen. War das tatsächlich deswegen, dass dann Andergast Raya-Glauben verboten war? Ja. Das ist doch schon Ewigkeiten her. Ja, wir spielen auch ewig in der Vergangenheit, aber ich habe mir den ganzen Raya-Kram durchgelesen, weil einer von meinen Spielercharakteren eine Spätweihe anstrebt. Zufälligerweise Raya-Geweihte. Ja. Nein, das ist ein männlicher in der Runde, die ich meistere.
Ah, deswegen so. Braucht er auch so viel Werbung, weil er so scheiße schmeckt. Ja, okay, dann wird er natürlich besser. Es kauft ihn keiner. Warte mal. Im Abenteuer heißt es an einer Stelle, glaube ich, ganz explizit, dass eins der Hochzeitsgeschenke ein Brunnen aus Engersaal ist, aus dem der Wein sozusagen hervorsprudelt, dass man nur sein Glas drunter halten oder seinen Becher drunter halten soll, um was zu trinken. Boah, ist das ekelhaft, es steht aber auch explizit drin, dass das keiner tut. Ist das ekelhaft. Wir müssen diesen Wein unbedingt loswerden. Unsere Lagerhäuser sind voll. Ja, und in den Ingwer-Kippen ist nicht drin. Ja. Gut. Wollen wir mal das nächste machen? Winterleid, Winterfreud. Ich weiß nicht, worum es geht, wer will. Winterleid, Winterfreud. Tralok. Um den Alten vom Berge zu danken und sich ein Bild von den Balihoer Landen zu machen, schickten sich der Weidener Prinz Alan und sein Stiefvater Herzog Bernfried von Ehrenstein im Boron 1040 nach Osborans Fall an, von Tralop aus den Bogen des Weißen Jägers zu beschreiten. Der Bote berichtete. War der erste Teil der Reise noch ohne Zwischenfälle verlaufen, änderte sich dies, als die beiden Pilger in die Nähe von Burg Ahrenstein kamen, jenem Schandfleck, über dem seit Jahr und Tag das Banner Sokramoriens weht, dem transsilischen Zerrbild einer Grafschaft. Über die Hochzeit habe ich übrigens auch berichtet, also das hatten wir in der Kampagne, die Hochzeit von den Balion und den Tralopern. Deswegen ist das ein Stiefvater. Und am Ahrenstein waren wir auch schon. Um die vier Riesen her, die in der Wildermark später waren. Entschuldigung, ich wollte dich unterbrechen. Okay. Noch zu der Burg, war das nicht diese... Ach, ich hatte da mal irgendwas mit der Burg im Ahrenstein. Ist die nicht irgendwo in der Schwarzen Sichel? Ja genau, da sind wir dran vorbeigezogen. Als wir von Gareth aus, beziehungsweise von Balior aus in Richtung Yol'Gomak wollten, da sind wir am Ahrenstein vorbeigezogen und da leben die vier Riesen. Ar-Fir, Ar-Ghul, Ar-Ven und irgendwie noch einer... Die sind ziemlich geil und die laufen nachher in der Wildermark rum, beziehungsweise aktuell in der Finstermark und du willst halt nicht gegen Riesen kämpfen, aber es sind halt vier Stück. Die Wildermark ist so gut. Es gäbe wenige Riesen in Aventurien. Ja, aber der Wildermark gibt's halt auf diesen kleinen Flecken, du hast halt alle 50 Meter hast halt irgend so einen Meisternekromanten oder irgendwelche Hyperpaktiere im siebten Kreis. Und die brauchen ab und an mal einen Riesen, der sie wieder in ihre Schranken weist. Ja, und Orks, und hast du nicht gesehen. Sokramoria. Ich lese weiter. Ja. Hier nun sah unser künftiger Herzog mit eigenen Augen, welche Schrecken diese Burg gebiert. Das Ahrtal, in dem sie liegt, ist inzwischen beinahe menschenleer. Davon kündeten die Ruinen eines Weilers, den Herr Alan durchquerte, und ebenso der frisch angelegte Boronanger an seinem Rand. Nachts wie tags hörte er das herausfordernde Heulen von Wölfen. Doch erst als er die Pfalzgrafschaft Sichelgau erreichte, erblickte er den Feind von Angesicht zu Angesicht. Schwarze Ritter und aufrechtgehende Wölfe, die den kaiserlichen Panzerreitern arg zusetzten, sowie fahle Jäger, die Bauern wie Vieh ins Gebirge trieben. Kein Vertun gab es da. Prinz Alan warf sich an der Seite des zoprischen Herzogs grimmig in den Kampf und gemeinsam konnte der Feind zurückgeschlagen werden. Entschlossen, seine Pilgerreise zügig zu beenden und seiner hohen Mutter zu berichten, wanderte der Prinz weiter. Doch er kam nur bis Burg Donner, Schalk, wo ihn zweierlei Kunde von der Weiterreise abhielt. Zum einen war dies der ernüchternde Bericht, dass zwischen der kaiserlichen Kriegspfalz und Galles Ziel des Pilgerpfads Rotpelze das Sagen haben. Gräflich Zippeldinge musste unterdessen in weiten Teilen als verloren gelten. Der Bärenpfad ist kaum mehr begehbar und von einer Weiterreise riet Pfalzgräfin Neunhild von Wolkenstein und Wettershag dringend ab. Zum anderen erreichten die beiden hochgeborenen Pilger Donnerschalk just am Vorabend der Hochzeit, nämlich der Pfalzgräfin mit Ritter Agravin von Quakenbrück. Wie es in Weiden üblich ist, waren viele Freunde, Verwandte und Bekannte angereist, um diesem Ereignis beizuwohnen. Und auch Prinz Alan ließ es sich nicht nehmen, beim traditionellen Weidener Hochzeitsturnier auf Seiten der Gewehrsleute der Braut zu streiten. So fand die vierungefällige Pilgerreise ein rontalgefälliges Ende bei Travia-gefälligem Tun. Das ist schon krass. Ich wusste nicht, dass jetzt Schwarztobrien sich über die Sichel dann doch ausgebreitet hat. Hattet ihr das gewusst? Also, dass sie bis in die Sichel gehen, ja. Aber nicht über die Sichel hinaus.
Also ich war immer der Meinung, dass irgendwo bei Mylasro, beziehungsweise wenn ihr euch jetzt so eine Karte von Tobrien anguckt, die sitzen halt auf der Innenseite der Sichel, aber das ist halt ganz weit hinter der Sichel, ne? Also sie haben, ne, ihren Teil an der Sichel. Ist ja mittlerweile 1041, 42 ja sowieso nicht mehr so viel da in Schwarztob drin. Genau, also Yol'Gomak ist halt noch ein schwarzer Fleck. Alles südlich von Yol'Gomak, die Varunkai, die wird ja auch wieder befriedet. Hier, der Werwolfritter, der sitzt da ja immer noch rum und... Aber die haben sich dann richtig weit, die haben sich über den Sicherstieg, haben die sich ja ausgebreitet. Ja, was wohin denn bedeutet auch sonst? Oben das bedeutet, dass Piraeinefurten quasi wieder abgeschlossen ist, ne? Also du kommst nicht mehr nach Piraeinefurten ran. Ja, eben. Wenn du das weiterdenkst. Das heißt... Von oben noch. Von oben, ja, aber das gut. Ist halt ein Umweg und Bornland gehört halt noch und nicht zum Mittelreich, ne? Aber, ja, genau. Aber können es über Valusa erreichen. Von Valusa. Ja, das geht mittlerweile wieder, genau. Ilso und Mendena geht auch wieder. Das sind halt lange, lange Wege, ne? Der Sicherstieg war irgendwie so. Das ist aber ganz schön krass. Wenn die jetzt, ja, gut, wenn die jetzt über Yol'Gomak so einen Weg in Richtung Westen einschlagen, wenn nachher Werwolfritter auf Werwölfen in Richtung Balio rennen oder Trallop, ich würde das richtig feiern. Ich würde das richtig feiern. Also das könnte Sie haben ja interessant keine andere werden, Wahl mehr. Sie haben ja unten Varunkai, die es wird jetzt gerade wieder befriedigt. Dann da Meer und Mendena bis Valusa hoch, ist ja wieder alles Weißtobrien. Mhm. Oben haben sie hier rote Sichel, ne, Drachensteine meine ich. Da kommt ja kein Mensch drüber. Apep und so. Sie haben wenig Wahl, anstatt jetzt über den Sichelsteg eben in Richtung Mittelreich. Vor dem Hintergrund finde ich es interessant, dass die neue Starterbox im Weiden spielt. Also das Geheimnis des Drachenritters oder irgendwie heißt das ja. So, die neue, die jetzt rauskommt? Ja, ja, die spielt in Weiden. Man weiß, ob das schon damit was zu tun hat. Wobei Weiden relativ groß ist. Ne? Das muss nicht unbedingt was damit zu tun haben. Ich wollte gerade sagen, ne? Trallor, Palio, da sind... Also jetzt die G7, die hatte ich jetzt ja neulich auch zusammengefasst. Da kannst du halt auch wochenlang, kannst du dann im Winter dann von Dorf zu Dorf reisen und dann irgendwie immer was Neues entdecken. Ja, also danke, das Weiden ist schon groß. Stimmt schon. Das war schön. Ja, muss man sagen. Man kann es gut ausfüllen, sagen wir es mal so. Es gibt immer genügend zu sehen und zu tun. Wenn man ich bin da sehr gespannt. Ich hoffe, da kommt noch was. Also ich finde Prinz Alan, der ist auch in schon, ich glaube, 3 Abenteuern ist er schon aufgetaucht. Ich finde ihn ziemlich cool. Und Herzog Bernfried mag ich auch eigentlich richtig gerne. Ich bin da sehr gespannt, ob da noch was passiert oder ob das jetzt erstmal dabei bleibt. Der Werwolfritter kann ja vor allen Dingen auch seine Schar ohne weiteres erweitern. Das ist halt das Problem. Ne? War es dann nachher wirklich wieder rumgreifende Lykantropie? Wobei ich bin ja... Ja? Ja, sag. Nee, schon gut. Das war jetzt nicht mehr richtig. Ich bin ja sehr überrascht, dass sie schreiben ja an schwarze Ritter mit aufrechtgehenden Wölfen, also Werwölfen, wie viel Begleitung der gehabt haben muss. Weil wenn du mal so Regeln für Werwölfe ansiehst, die sind dann auch für 6 Helden mal nicht so easy. Die haben 1W6 oder sogar 2W6 Generationen pro Kampfrunde. Ja, so wenn die du gerade selber Waffen hast, Schaden. Ein einzelner Werwolf kann eine Gruppe wipen. Ja, und wenn er dir dann halt tatsächlich eine Wunde macht oder dich irgendwie beißt, dann eine gute Nacht. Ja, Plot Armor. Also in dem Fall Plot Armor. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der Prinz Alan gemeinsam mit seinem Herzog reinreitet. Kommt halt drauf an, wie viele Leute und wie viele Bedeckungen die mit hatten, aber ja, die haben es geschafft. Muss nicht hinterfragt werden, ne? Ich frag mich, wo die dann hinziehen, weil wenn die erstmal so marodierend einmal durch Weiden durch sind, wollen die sicherlich ja auch einen Platz für sich finden wieder. Ich glaube auch. Wo sie sich dann konsolidieren wollen. Ja, bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Aber Weiden ist überhaupt ein schöner Schauplatz. Das ist so klassisches Rittertum, aber nicht so furchtbar hinterwäldlerisch. Ja, eben. Es ist ein bisschen, aber nicht zu viel. Nicht so stinkig wie die Tobrier. Nicht so wie Tobrier, nicht so wie Andergast. Das ist irgendwie so das etwas ein mehr Ideal da an dem Ganzen. Und so. Du hast eine Menge Zauber mit dem Nebelmoor und den Elfen ums Eck und so weiter. Ja, mir geht nur so ein bisschen die Naivität, die Abergläubigkeit der
der Weiden auf die Nerven, gerade dann, wenn es Richtung Norden geht. Das kann ziemlich nervig werden. Wir haben das so gefeiert in der Borbarat-Kampagne, und zwar, wir haben ja zwei Elfen dabei, und wir haben dann die Leute, die unkooperativ waren, damit erpresst, dass wir gesagt haben, die Elfen klettern über ihre Mauer, weil die hatten irgend so einen verrückten Aberglauben, dass dann, ich weiß nicht was, ich glaube, es öffnet sich ein Tor in irgendeine Anderswelt oder so. Und die hatten einen solchen Schiss, dass sie alles gemacht haben, was wir wollten. Also bei uns war es so, als ich noch gespielt habe, nicht geleitet habe, dass gerade, ich glaube, wir waren in Tralop. Tralop liegt ja am Neunalgensee, war nicht Baliho. Dass, wenn man die Haare eines Elfen angefasst hatte, dass man dann Glück hatte. Das war auch lustig, weil wir hatten einen Elfen dabei und dann mitten in der Stadt. Ja, in den Tulaminreichen schneiden sie dir die Ohren ab, weil die Ohren Glück bringen. Gut, wollen wir weitermachen? Raya-Werk, Aladosa, du bist dran. Okay. Raya-Werk oder niederhöllischer Beitrag. Lustvolle Zauberkugeln in der Stadt der Liebe sorgen für erhitzte Gemüter. Oha, jetzt wird's interessant. Belhanka. In der Serenissima herrscht ein strenges Gesetz über die käufliche Liebe. Trotz des Hauptsitzes der Raya-Kirche oder gerade deswegen ist es verboten, innerhalb der Stadt für die Dienste als Hübschler oder Dirne bezahlt zu werden. Einzig das angesehene Kurtisanenwesen der Höfe der Abendröte bildet hier eine Ausnahme, aber selbst diese unterliegen Regeln. So ist es nur gestattet, innerhalb der Lyzeen den Raya-Freunden mit Entlohnung nachzugehen. In den letzten Monaten gab es jedoch mehrere Zwischenfälle, mit denen sich die Belhankaner Richter und die Raya-Kirche auseinandersetzen mussten. Findige Zauberer stellten magische Artefakte her, die dazu dienten, das Liebesspiel anderer Menschen als Abbild zu konservieren und es nach Bedarf den Nutzern des Artefakts in bewegten Bildern vorzuspielen. Pornos! Es gibt Pornos in Amidorien! Das ist so gut! Da musst du dann, früher gab es die Elfe des Monats im avedorischen Boden und jetzt gibt es dann richtige, echte Pornos. Eine Kristallkugel von irgendwelchen Achats oder was. Gut. Ganz so wie bei einem Theaterstück. Mittlerweile gibt es mehrere Männer und Frauen, die sich dafür bezahlen lassen, ein erotisches Liebesspiel darzustellen. Wir haben die Industrie dazu. Die neue Profession, Pornodarsteller. Ja, stimmt, fehlt mir. Gleich mal bei Ulysses anfragen, ob es das gibt. Als Errata für wegen der Vereinigung. Und dies in das Artefakt fließen zu lassen. Einige dieser Personen, etwa die bekannte Darstellerin Sharna Alvaran, haben sogar, der hat die auch gleich so einen Pornonamen, ey. Die bekannte Darstellerin. Haben sogar einen über die Stadtgrenze hinausgehenden Ruhm erworben und eine stattliche Anzahl an Anhängern gewonnen. Weder die Raya-Kirche noch die Gerichte der Stadt sind sich sicher, ob diese Darstellung verboten sein müsste und unter die käufliche Liebe fällt. Frau Alvaran hat mittlerweile mehrere Kundgebungen abgehalten, um ihre Kunst betreiben zu dürfen und unter die schützende Hand der Raya-Kirche zu stellen. Einigen Bürgern und Mitgliedern der ehrwürdigen Familien sind diese Kunstdarstellungen jedoch ein Dorn im Auge, da sie offenbar viele Menschen dazu veranlassen, ihren Pflichten nicht nachzukommen und ihr letztes Geld in die Artefakte sogenannte Projektionskugeln der Lust zu stecken. Hm. Oh Mann. Wow. Echt? Also ich feiere das. Direkt von Axel Spohr, muss man dazu sagen? Ja, genau. Nicht Alex, sondern Axel. Das ist ja sein Pseudonym. Was hat er gewählt? Ja, lustig. Aber ich weiß nicht, ich muss gerade noch mal gucken. Wir hatten eben noch mal den Metaplot. Den können wir uns auch noch mal angucken. Wie schon bereits erwähnt, hat sich Prinz Alan auf eine Pilgerreise zu Ehren Firuns begeben, die ihn von Tralaub nach Galles führen sollte. Galles. Achso, ja, das hatten wir auch schon. Das liegt in Dapazien. Die Lage in den gebirgigen Bereichen der Grafschaft Balio ist jedoch so unsicher, dass das Reisen auf dem südlichen Bärenpfad zwischen sehr gefährlich ist. Ein Zustand, den Prinz Alan für unzumutbar hält und gerne ändern würde. Als Gräfin Neunhild von Wolkenstein und Wettershag ist die Tochter und Erbin von Bunsenhold von Wolkenstein und Wettershag dem Grafen der Sichelwacht. Lange hat sie sich gegen eine Vermählung gewehrt und ihren Gemahl schließlich selbst gewählt. Argravin von Quakenbrück ist ein Iliassester Ritter aus dem Windhag, der Heimat von Neunhilds Mutter, und dazu noch deutlich. Aber das ist ja keine richtige Meisterinformation. Ich will doch was über die Werwölfe wissen. So, wollen wir den nächsten machen? Chamberhill. Das ist dann die Tobriens Zukunft.
Aja 41. Licht einer lebenden Heiligen. Beilung. In Praios liegt unser Vertrauen. Dies waren die Worte der Fürst-Illuminata Gwidoenna von Falderhorn, die nunmehr seit 2 Jahrzehnten in der Markgrafschaft Beilung über ihre Untertanen herrscht. Diese verehren ihre Regentin als lebende Heilige, nachdem die Praios-Geweihte die Stadt und das Umland der Beilunkai über Jahre hinweg mit ihrem unvergleichlichen Gottvertrauen gegen den Ansturm der barbaradianischen Horden verteidigte. Die Hauptstadt Beilung, das Bollwerk des Lichtes, wurde zum wichtigsten Kriegshafen der 12 göttlichen Lande im Kampf gegen die Erben des 7-mal verfluchten Betanias. Nun aber, nachdem das Land nach und nach von den Dämonenbuhlen befreit wurde und Beilung an strategischer Wichtigkeit verliert, kommt mehr und mehr Kritik auf an der Herrscherin, die geistliche und weltliche Macht in sich vereint. Viele sehen die Praiokratie als ungerechtfertigt und im Widerspruch zum Reichsgedanken der Kaiserkrone. Während die Rabenmark zu einem weltlichen Lehen umgewandelt wurde und die Traviamark gar in der Markgrafschaft Romilisa Mark aufging, widersetzt sich die Provinz Beilung bis heute der Trennung von Kirche und Staat. Noch dazu ist die Fürst-Illuminata bereits mehr als 70 Jahre alt, was viele Adeligen des Umlandes über ihre Nachfolge spekulieren lässt. Vielversprechend scheint ihre Tochter, Glenna von Falderhorn, die einstige Knappin des Königs der Ritter, Danos von Luringen, welche als Ritterin und Akolutin des Praios ganz nach ihrer Mutter kommt. Deutlich klarere Verhältnisse hingegen herrschen in der Rabenmark, in die es uns in dem nächsten Beitrag verschlagen wird. Wir haben auch echt Probleme, ne? Ich finde das asozial. Da kämpft die ganz alleine mehrere Jahrzehnte lang gegen die Schwarzen Lande, erst gegen Borberat selber, dann gegen Rassasor, und jetzt, wo es alles irgendwie wieder clean ist, nachdem der Seelensammler besiegt worden ist, meinen sie, ja, jetzt danke, dass du uns irgendwie 20 Jahre regiert hast, dann gib doch mal wieder ab, jetzt wo die Adligen wieder dürfen. Ist krass, dass die so undankbar sind. Ich bin mir sicher, da wird noch was passieren. Naja, sie hätten wenigstens warten können, bis sie stirbt. Das scheint ja absehbar zu sein. Und also ich meine, ja, also die Trennung von weltlicher und kirchlicher Macht hat ihre Gründe. Aber ja, wie gesagt, vielleicht hätten sie noch ein bisschen warten können. Ich meine, ja genau, also wenn sie halt gestorben ist, ne, dann kann man immer noch mal diskutieren, ob jetzt ihre Tochter nachfolgen soll oder nicht. Aber ich finde das trotzdem ganz schön fies. Verschwörungstheorie an dieser Stelle. Vielleicht hat auch da der Namenlose seine Hand im Spiel. Ja, gerade wenn es um Praios geht. Genau, versucht da vielleicht irgendwo, ich sag mal, einen Vorteil draus zu gewinnen. Ne? Naja, ich stimme dir zu. Also ich bin Verschwörungstheorien sehr, sehr offen. Ich muss gerade mal gucken, ob Mythram Korsfeld einen eigenen Eintrag hat. Als Berichterstatter. Mythram Korsfeld verfasste zeitweise Nachrichten und Artikel für den Avatorischen Boden. 35 bereiste er die Wäldermark. Die Schilderung seiner Erlebnisse fasste er in dem Kompendium Monde des Schreckens, Saat der Hoffnung zusammen, das 36 Jahre gedruckt wurde. Mythram hat eine Schwäche für Ilmenblatt. Aha. Das merkt man seinem Artikel nicht an. Nee. Also Julian Hertel hat den öfter schon mal geschrieben, das ist mir auch aufgefallen. Er hat den in den letzten paar Boten, habe ich immer mal wieder Mythram Korsfeld gesehen. Der ist also aktuell, ist er ziemlich aktiv. Ja, also ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube, dass das implodiert demnächst. Also da geht richtig was kaputt. Ich weiß nicht, wo es als erstes passiert, aber ich meine jetzt das mit der Herzogin, das geht schon in die richtige Richtung. Ja, wenn man sich das mal überlegt, Beilung ist jetzt wieder aufgebaut, einigermaßen. Ne? Es ist wahrscheinlich irgendwie noch immer sehr, die Umlande sind natürlich immer noch nicht befriedet und so weiter, die Schwarzen Lande, bla bla. Und jetzt überleg dir mal, dort eine Praiokratie, die da mehr oder weniger im Kommen ist, und wenn da der Namenlose die richtigen Personen oder namenlose Kultisten die richtigen Personen in die führende Position bringen, was dann passiert? Ja, ich meine, also Shembael hat ja auch schon so ein bisschen Hintergrundwissen zu dem, was ich im Goldenen Schein gemacht habe, beziehungsweise noch machen will, werde.
Und das, ja, also so eine Priokratie, die eignet sich eben hervorragend für namenlose Verstrickung. Und es ist nicht die heilige Stadt in Gareth, auch wenn die jetzt faktisch nicht mehr da ist, aber es ist halt, ne, du hast halt, du kannst das an einem anderen Spiel, du kannst an einem anderen Ort, kannst du das durchführen, so wie Beidung. Und Beidung ist halt eine Stadt, die halt schon so viel mitgemacht hat. Da kannst du eben tiefe Schatten reinbringen und purpurgoldene Schatten halt dabei. Ne? Ich muss gerade mal gucken, ihre Tochter ist aktuell auch nur Akolutin, das merken wir uns auch nochmal. Wollen wir den nächsten Beitrag machen? Habt ihr da noch irgendwelchen Input? Ich nicht. So. Gut, Gelehrte wüten wie die Torwader. Reiniger zerstören Sternkarten. Kuslik. Den Kuslicker Kurier erreichte ein Bericht über eine hesindelästerliche Zerstörungstat. Mehrere Täter haben dort in einem privaten Archiv eine noch unbekannte Zahl teils historischer Sternkarten vernichtet. Eine Schar ordentlich gekleideter Frauen und Männer hatte bei einem Privatgelehrten der Astrologie, Name ist der Redaktion bekannt, im Stadtteil Brigonis um Einlass gebeten, vorgeblich um sein Fernrohr zu nutzen. Da jenem zumindest einer aus der Gruppe als Fachkollegin bekannt war, ließ der Mann sie ein. Im Gebäude machten sie das Kartenzimmer ausfindig und begannen dort zu wüten wie die Torwaller. Gezielt und mit erkennbarem Sachverstand zogen sie wertvolle Sternkarten und Positionstabellen aus dem Archiv, schnitten diese in Streifen und warfen jene in den Kamin, wo die Pergamente zusammen schnurrten und zu Rauch vergingen. Den entsetzten Astrologen zwang einer der Verheerer mit vorgehaltenem Degen zum Bleiben, sodass der Hausherr den Rotschweifen der Kuslicker Garde erst Alarm zu geben vermochte, nachdem die Gruppe enteilt war. Die Missetäter haben laut des Geschädigten von sich als Purgatorii Caeli Cartarum oder Reiniger der Himmelsbilder gesprochen und ihm auch ihre Ziele erläutert. Es sei im Sinne der Zwölf, dass die überholten Himmelskarten aus jener Zeit, ehe sich die Sternbilder veränderten und Aribor zerstört wurde, vergehen sollten. Das hätten sie selbst zumeist Gelehrter als aus bestimmten Zeichen gelesen. Zar will es, Hesinde weiß es. Das ist schon richtig krass. Also das ist jetzt das, was ich sagte mit diesen Zeloten, die jetzt überall auftauchen. Das ist jetzt richtig heftiger, namenloser Plot. Aha, das ist generell einfach so der Hesindekirche oder beziehungsweise dem Wissen, was wir über was auch wir als Spieler haben, so von wegen, dass das dann jetzt sowas auftritt, das ist krass. Ja. Ich finde schön, wie hier die horasigen Vorurteile gegen Torwaller durchkommen. Ist ja von Kuslicker Kurier. Nicht nur in Kuslik, sondern auch in manch anderen Städten des Horasreichs ist in den kommenden Monaten von ähnlichen Ansichten und Geheimbünden zu hören, welche den Reinigern in Überzeugung und Unternehmung ähneln. Ihre Motive sind unterschiedlich. Die meisten sind tatsächlich der Meinung, etwas Göttergefälliges zu tun. Mit neuen Karten ließe sich vielleicht bessere Vorhersagen der Zukunft treffen und die Auswirkungen, welche die geänderten Sternkonstellationen auf die Spagyrik astrologisch bezeichnete bezogene Alchemie haben, sind kaum erforscht. Doch es mögen auch eigennützige unter den Reinigern sein, die anerkannten Kollegen schaden und deren Kartenmaterial zerstören wollen. Und vielleicht ist die eine oder andere auch namenlosen Einflüsterungen erlegen. Wem würde es mehr gefallen, wenn Wissen über die sechste Sphäre verloren ginge und womöglich falsch niedergeschrieben wird? Aber das macht doch gar keinen Sinn mit neuen Karten. Weil Sternfall ist ja kein Ereignis, das einmal passiert ist. Ist ja sowas, was jetzt immer weiter passiert. Und dann kannst du ja sehr unnötig neue Karten dann zu fertigen, wenn es sich immer weiter verändert. Die Motivation verstehe ich irgendwie nicht. Ich glaube, das ist einfach eben diese Hysterie. Du hast diese Hysterie, irgendwas ist passiert und was halt, ne, der Verlust von Aribor ist ja mehr oder weniger schon ziemlich, also es ist krass. Diejenigen, die es mitbekommen haben oder dann die Nachrichten mitbekommen haben, das ist erschütternd. Nicht nur für die Hornra-Kirche. Und die initiale Reaktion eines Menschen auf etwas, was heftig ist, ist eben eine heftige Gegenreaktion. Mag es sein, dass du dich komplett in dich verschließt, mag es sein, dass du irgendwas anderes machst und mag es auch sein, dass Gelehrte dazu kommen, auf den Gedanken kommen, wir müssen etwas tun. Was können wir tun? Wir können die Sterne nicht wieder an den Himmel packen. Also versuchen wir irgendetwas anderes. Versuchen wir doch das neue Zeitalter zu umarmen.
vielleicht so mit diesem Ansatz. Und na, also du vielleicht verstehst du, worauf ich hinaus will, dass du halt versuchst, mit dem neuen Wissen oder den neuen Umständen proaktiv umzugehen. Und das, ich sag jetzt mal, auf die möglichst destruktivste Art und Weise, die es gibt. Das heißt nicht, dass das gut ist, sondern eher im Gegenteil. Also Arriva wurde 39 zerstört. Dieser Artikel ist jetzt im Halbjahr 42, das ist also 2,5 Jahre her. Ja, also Sternfall gab es immer mal wieder. Ich glaube, es sind dann irgendwo bei den Orks sind auch ganz viele Sterne runtergekommen und bei Lovang. Das führt aber eigentlich immer dazu, dass dann eigentlich nur magische Metalle wiederentdeckt worden sind und nicht, dass irgendwelche Städte kaputt gegangen sind. Und auch bei der Borbarat-Kampagne, da ging es dann ja auch um Sternbilder und Sternwandel und auch um die Verschiebung von magischen Linien und sowas, die dann alle entdeckt worden sind. Also sowas wie ein Sternfall ist nicht so unbekannt. Und in Arrivor ist hier selbst auch kein Komet auf die Stadt niedergehagelt, sondern der ist daneben gelandet, hat dann für Risse im Gestein gesorgt. Ja gut, das ist richtig. Und das bei Borbarat war auch nicht einfach nur, dass da irgendwie nebenher was passiert, sondern das Borbarats Erscheinen hat ein Sphärenbeben ausgelöst, was die Linien komplett auf Aventurien verschoben hat. Ja, vor allem so, Borbarat ging ja auch über viele Jahre, ne? Also es ging irgendwie 16 los, ja. Und bis 21 war das dann durch. Also wenn wir uns das jetzt mal bei uns angucken, es hat ja jetzt gerade angefangen, ne? Ja, eben. Da kommt noch einiges. Da kommt noch ein bisschen was, ja. Man muss sich da so ein bisschen durch diese Chronologie durchwursteln und dann nochmal im Hinterkopf behalten. Sind wir jetzt 41, sind wir 42? Ich glaube, das macht dann retrospektiv, wenn wir in 5 Jahren nochmal drüber gucken, wird das, glaube ich, sehr sinnig sein, was sie sich da überlegt haben. Hoffe ich zumindest. Bin sehr gespannt, wie sich das Bild dann am Ende fügt. Aber die Zeloten, die finde ich richtig unheimlich. Wenn die überall auftauchen. Werden wir jetzt so eine Art literarisches Quartett sein, mit jedem Boten kommen wir zusammen und besprechen? Können wir gerne machen. Können wir gerne machen. Also, ja, ich wollte schon das sagen. Macht Spaß. Finde ich gut. Ja. Neubeginn in Nersand. Mal eine Frage zu der Datierung hierher. Wir haben jetzt Artikel von 44 bis Hesinde 42. Wieso sind die denn so weit gestreut? Das haben die mal gesagt, weil sie wollten sich da nicht irgendwie festlegen. Das war früher ja nicht so. Früher war das ja eine Chronologie. Dass du ein immer. Ein Bote war alle 2 Monate. Also du hattest jeden Monat einen Boten und der hat dann 2 Monate abgedeckt. Und da haben sie sich chronologisch festgelegt und das haben sie mittlerweile aufgegeben. Ich weiß nicht warum, aber das haben sie gemacht. Ganz munter hin und her. Ja, weil die Spielgruppen unterschiedlich im Metaplot drin sind. Und da auf die Art und Weise hast du mehr Flexibilität. Klar, natürlich, wenn du jetzt sagst, ich spiele jetzt zum Beispiel 42 und jetzt kommt da plötzlich so ein kleiner Artikel, der irgendwie über 40 gespielt hat, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt die beiden Artikel gerade mal nebeneinander sehe, 42 und 40. Mhm. Und ich spiele 42 und jetzt sehe ich irgendwas aus dem Torwald Standard und jetzt war ich gerade da und kann da natürlich im Nachhinein nicht wieder drauf eingehen. Das ist natürlich blöd. Aber auf der anderen Seite, wenn du eine Gruppe hast, die 40 spielt, dann kann sie sich auf das konzentrieren, was 40 ist. Und das, was 42 ist, kann sie dann sozusagen, da kann dann der Spielleiter halt drauf hinarbeiten. Und der hat dann da ein bisschen mehr Handmaterial an der Hand. Also du hast schon mehr Flexibilität. Es fehlt aber auf der anderen Seite natürlich, das ist der Umkehrschluss, natürlich der rote Faden. Genau, also wenn du dann irgendwann in 3 Jahren, also ich sag einfach mal, in 5 Jahren ist das Ding hier abgeschlossen, dann gibt es den nächsten Metaplot. Dann wirst du sehr viele Probleme bekommen, wenn du diesen Sternfall irgendwie erzählen willst. Klar, du hast dann irgendwie die Abenteuer, da ist das ja alles sauber geordnet. Aber wenn du dann auch die Boten dazu benutzen willst, das ist schwer möglich. Also mir gelingt das aktuell, wenn ich im Jahr 1027 rumspuke, das geht. Aber andersrum wird schwer. Naja, dann gibst du halt nicht den ganzen Boten raus, sondern nur einzelne Artikel. Da müssen sie sich auch überlegen, wie sie das nochmal veröffentlichen. Das raussuchen in einzelnen Sachen, weil da musst du halt einen 5 Boten nachschauen, um für einen Monat irgendwas zu finden. Es sind halt aktuell nur 4 Seiten, ne? Nur 4 Seiten, aber es ist trotzdem Aufwand, das zu recherchieren. Ja. Machen wir weiter, Nersund. Okay, ich mach. Gezwungen. Neubeginn in Nersand. Die Festzimmerflagge im Gespräch mit
Jaika von Notmark. Nersand. Unser Korrespondent befragte die ehemalige Adelsmarschallin und Kronvögtin von Nersand zu ihren Plänen für die Zukunft der Stadt. Festumer Flagge. Euer Hochgeboren. Der Näher ist schon seit einigen Jahren so gut wie verschwunden. Dennoch laufen viele Schiffe lieber Festum an. Wie könnt ihr euch dies erklären? Jaika von Notmark. Festum ist eine alte und große Stadt in guter Lage. Doch seinen Vorsprung wird es nicht immer halten können. Wir besitzen Vorteile, die Festum nicht hat. Und welche wären dies? Festum ist einerseits festgefahren in Traditionen, andererseits gefangen zwischen der Hochnäsigkeit seiner Händler und des Adels und deren ewigen Tauziehen. Diese Probleme gibt es in Nersand nicht. Dafür allerdings andere. Die Stadt liegt abgeschieden, man möchte fast sagen vergessen, am Rande des Bornlandes. Wir wissen selbst, wo wir stehen. Doch planen wir für die Zukunft große Veränderungen. Der Hafen wird von Versandungen befreit, die Hafenanlagen erneuert. Es wird ein neuer Bauplatz auf der anderen Flussseite ausgewiesen werden, neue Wohn- und Kontorgebäude geschaffen. Ebenso soll die Stadtmauer erweitert werden. Wir werden Zölle senken und die Löhne städtischer Angestellter erhöhen, von denen wir mehr einstellen. Dazu kommen Reparaturen sowie weitere Bauarbeiten in der Stadt, um unseren Bürgern das Leben zu erleichtern. Zurzeit wird eine Kanalisation entworfen und ein Ort für eine Brücke über den Näher gesucht. Um dies alles zu erreichen, laden wir die besten Handwerker aus ganz Aventurien ein, zu uns zu kommen. Große Pläne für eine Stadt. Wie will Nersand diese bezahlen? Die Stadt selbst wird einen Teil der Kosten übernehmen und auch ich selbst werde meinen Teil dazu beitragen, Nersand in die Zukunft zu führen. Sehr interessant. Wir wünschen euch und Nersand viel Glück und ein gutes Gelingen. Vielen Dank. So viel zu unabhängiger Berichterstattung, ne? Ja, wenn er halt die Festumer Flagge da fragt und den großen Konkurrenten irgendwo aufziehen sieht, dass da kritisch nachgefragt wird. Ja. Aber nicht wert. Wobei Nersand eigentlich eher der Kriegshafen ist von Bornland. Obwohl Festum. Der nicht. Was? Sorry, ich hab gedacht, du weißt. Stimmt ja schon. Seit der Strudel weg ist, wird ja Nersand vermehrt angelaufen. Aber Festum stagniert ja auch schon seit Jahren. Also Festum hat ja immer weniger Einwohner über die Jahre. Ja. Kommen die jetzt nicht wieder zurück langsam? Also wenn das schwarze Eis jetzt irgendwie verschwindet, kommen die nicht wieder? Oder wird das immer noch weniger? Also die Information, die ich momentan habe, ist, dass Festums Einwohnerzahlen immer weiter sinken, jetzt auch, wo das schwarze Eis größtenteils weg ist. Ja, das liegt mit daran, dass halt so viele in den Norden ziehen können, dass dort neue Möglichkeiten da sind. Ne? Plus die Händler in Festum sehen eine Chance, jetzt in den im Norden Fuß zu fassen. Und Störrebrand in Riva irgendwie so den Rang abzulaufen. Das ist natürlich so eine Sache. Hinzu kommt, dass es eigentlich ein Teil ist, Vorsicht, Spoiler, der so ein bisschen der Ursprungsgedanke von Glorana war. Gut, sie ist jetzt besiegt, das ist ein anderes Ding, aber ihr Ursprungsgedanke war so von wegen, ganz viele Leute in den Norden zu locken und dann sie alle mit Menagarachs eisigem Atem zu verseuchen und dann in den Süden zu schicken, um das Ganze wie so eine Seuche rüberkommen zu lassen. Aber das ist ein anderes Thema. Nersand als solches ist allerdings tatsächlich so eine Sache, wenn die auf der anderen Walsach-Seite bauen wollen, das gehört alles schon in die Richtung Überwalz und Überwalz ist Feengebiet. Und ich sage immer, das Erwachen des Bornlandes ist da am stärksten mitzuspüren, teilweise. Also ich habe gerade eine Frage. Also Nersand hat jetzt nicht Blutige See, sondern Bahamuts Ruf, ist der Stodel kaputt gegangen. Und jetzt ist der Hafen so ein bisschen verschoben, nachdem es eine riesige Flutwelle gab. Was ist denn jetzt mit dem Nagrach, also mit dem Fluss, der das Ganze versorgt, der aus den Bergen kommt? Ist der jetzt auch weniger geworden? Nagrach ist nur ein Zufluss. Der Hauptfluss ist der Walsach. Das ist der Haupt. Wo fängt denn der an? Ich muss gerade mal gucken.
Weißach fängt in den Nordweißer Höhen an, also in diesem Waldgebiet zwischen dem eisigen Norden und der Tundra und dem Bornland selber. Da liegt auch Bjaldorn, liegt da mit drin und Rottomashus und so. Helle, Brenner. Noch weiter Norden. Würde mich mal freuen, wenn es etwas dichtere Beschreibung für die Wahlgebirge gibt und dann so ein bisschen ins eherne Schwert rein. Ja! Wahlgebirge, Widderorden finde ich klasse. Ich habe jetzt ein Nersaner Krieger in meiner Gruppe, der auch sein Jahr beim Widderorden gemacht hat. Oh, gemacht hat oder dort auch bleiben will? Ich meine, der Orden sucht ja immer Leute. Und ja, wir sind jetzt. Ich suche immer NSCs, die ich da einbauen kann. Ja, er hat's gemacht. Aber er hat sich dann an die Seefahrt verloren. Bin mal sehr gespannt, ob Nersand das dann ablösen wird. Also, wenn die selbst aus Notmark kommt, die Jäger, glaube, die wird, wenn sie das aus eigenen Mitteln bezahlen will und dann sieht, was in der Theater der Kampagne mit Notmark passiert, ich werde das jetzt hier nicht spoilern, Ich glaube, die wird gucken, wo ihr ganzes Geld geblieben ist, wenn sie dann später nochmal Notmark wieder retten muss. Mich wundert überhaupt, dass sie ihren Namen von Notmark wieder angenommen hat. Warum? Wie hieß sie vorher? Sie hieß immer schon Tjalka von Notmark, aber daraufhin auf das, was im zerbrochenen Rad und in der Borberat-Kampagne passiert. War das ihr Papa? Ja, Uriel war ihr Vater, der sie, sag mal, sie ist nicht so nett behandelt hat. Und dann ist sie auch noch Mengbilla in die Hände gefallen und so weiter und so fort. Und sie hat hinterher die Verwandtschaft zu Uriel negieren wollen, indem sie den Titel von Notmark abgegeben hat. Und danach hieß sie nur noch Tjalka von Jadleskanau. Okay. Ich wusste nicht, dass dass Uriel ihr Vater ist. Ich kenne mich mit der Geschichte von den ganzen Notmarkern nicht aus, weil das ich mag es nicht so gerne, irgendwie ewiges Eis und das ist halt auch eine sehr alte Geschichte, ne? Das ist, glaube ich, nicht mehr der Standard, den Aventurien aktuell wieder hat. Ja, nee, das ist damit nicht vergleichbar. Alte Warzensau. Okay. Mal was völlig anderes, weil ich gerade sehe. Auf der neuen Aventurienkarte, also diese, die es dann in Riesig geben soll, die es aber irgendwie noch nicht in Riesig gibt, ihr wisst, welche ich meine, finde ich klasse, wie die gorische Wüste wie so ein Blutfleck mitten auf der Aventurienkarte aussieht. Ja, ist ja auch roter Sand. Also grün und dann unten so die Wüste, aber dann so die gorische Wüste sieht einfach so aus wie hingeschissen. als hätte jemand so einen roten Wackelpudding auf die Karte gepackt, so Pock. Aha, es war also ein Wackelpudding, der uns fertig gemacht hat. Ja, ja, ja. Das auf jeden Fall. Hey, das kommt von Faser. Aus Topf und Pfanne. Regionale Gerichte geprüft von Torvaler Travia geweihten Grim Gerda Travias Dotter. Austria beim Swafnir. Die Salzarele und ihre mannigfaltige Zubereitung sind wahrhaftig gewöhnungsbedürftig. Die Herdmutter ist meine Zeugin. Ich habe selbst die Salzarelenköpfe am Spieß versucht und hoffnungsloses Unterfangen. Umso versöhnlicher waren die knusprigen Waffeln, die mir die Wirtin des Gasthauses Reichgucker in Trondsand zum Nachtisch servierte, dünn mit einer süßcremigen Füllung, ein Gedicht. Danke für deinen Beitrag. No. Guck mal, ein kleiner Lückenfüller. Das hört sich nach was an aus einer Torvaler Zeitung. Wobei ich fände es echt gut, wenn man in so einem Artikel irgendeine total wichtige Metaplot-Information verstecken würde. Das, was sich der Autor selber nicht bewusst ist, was er da eigentlich gerade erwähnt hat. Hier, das Gasthaus zum Deichgucker, da entsteht dann die namenlose Bewegung letztendlich. So. Gräume oder Neta? Neta spielt das nächste Abenteuer, ne? Ja, welches denn? Weiß nicht, das was jetzt dieses kommt, also mit dem Gift vorne drauf. Haben sie jetzt neulich bei Instagram, haben sie das, eine Stadtkarte, eine neue, haben sie dann in kleinen Ausschnitten, haben sie das mal gespoilert und da haben sie jetzt mittlerweile auch verraten, dass das um Neta ging. Fest der Feinde. Das kann sein, ja. Ah, Talion Mills Wunderstätte. Intrigantinnen und Maskenschwer, Detektiv und Intrigenabenteuer. Das hört sich nach Neta an. Ist da nicht dieser große Rosentempel, diese Pyramide? In Neta? Glaube ja.
Ich glaube, wir waren mit der Filiasson-Kampagne einmal in Neta. Wer will vorlesen? Ja, sonst Chambail oder okay. Partner drin. Chaps. Ich will die Gräume. Du willst die Gräume. Soll ich? Ja, wir machen erstmal links und dann kannst du gleich die Gräume machen. Okay. Okay. Geheimnisvolle Loge lässt sich in Neta nieder. Neta. Lange Zeit stand das altehrwürdige Anwesen vor den Toren der Stadt leer. Der letzte Bewohner, ein verschrobener Niederadliger, verschwand vor bald einem Jahrzehnt spurlos. Doch Augenzeugen zufolge ist plötzlich wieder Leben in die Villa Sorelli eingekehrt. Handwerker, Dienstboten und Lieferanten eilen seit Wochen ins Netaner Hügelland. Einvernehmlichen Berichten zufolge richten sie das Haus für eine noble Loge wieder her, wie es sie seit Jahrzehnten in unserem Reiche gibt. Dieser spezielle Geheimbund jedoch, der sich selbst Loge des wiedererstandenen Horas nennt, ist in gängigen Kreisen nahezu unbekannt. Unbestätigten Gerüchten zufolge besitzen dessen Mitglieder bereits Logenhäuser in Winsald und Kuslik, doch der Kreis der Mitglieder scheint so erlesen zu sein, dass kein städtischer Patrizier auf die Nachfrage genauere Auskunft geben konnte. Einige noble Netaner berichten jedoch davon, Einladungen zu einer sehr exklusiven Begrüßungsfeier erhalten zu haben. Unsere treuen Leser dürfen darauf vertrauen, dass wir auf einer solchen Feier bald selbst mehr Informationen über die mysteriöse neue Loge erhaschen werden. Ja, das ist jetzt das neue Abenteuer. Das wird richtig, also krass. Wenn es jetzt wieder um den wiedererstandenen Horus geht, der in der Wüste irgendwie zusammengebrochen ist, es wird ja auch angedeutet, beziehungsweise das ist die aktuelle Vermutung, dass der Horas nach seinem Erwachen in der Wüste auch vom Namenlosen versucht wurde oder wird. Und dass das der neue Endgegner wird. Das ist so der aktuelle, das ist die aktuelle Vermutung. Der Drachen-Horas, der Junge. Ja, genau, Kadan. Das ist aktuell der neue Plot, also ich kann das nochmal zusammenfassen. In Bahamuts Ruf wurde ja der Splitter von Charybdoroth gefunden und dann hat man überlegt, was man mit dem macht. Dann wurde herausgefunden, dass man mit einem dritten Auge, mit dem Eamyr, kann man das wohl zerstören. Also sonst, wenn man ihn irgendwie anders vernichtet, dann kommt er irgendwann irgendwo in Aventurien wieder raus und das will man vermeiden. Und deswegen braucht man Leute mit dem dritten Auge. Es gibt allerdings nur 2-3 Leute auf Aventurien, die sowas haben und Kadan Horas ist eben einer davon. Deswegen hat man ihn dann gemeinsam mit ganz vielen Magiern und Geweihten hat man ihn dann in die Wüste Kom gebracht, wo die Macht von Charybdoroth einfach nicht existent ist. Und dann wollte er diesen Splitter vernichten. Er ist einfach in Ohnmacht gefallen, in Koma. Ich weiß nicht, wie lange er war, das müsste ich nochmal nachlesen. Ich glaube, er war halt irgendwie ein Jahr oder 1,5 Jahre war er im Koma. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was das wird. Im Koma. Ich glaube, den habe ich schon mal gebracht. Ich glaube, ja. Kann es sein, dass ich glaube, das hast du im Video gesagt. Im Video hast du das mal geantwortet, ja. Das heißt, nichtssagende Artikel, wo aber ziemlich viel im Hintergrund steht. Ja, so zum einen Spoiler, also was heißt Spoiler? Es kündigt dieses Abenteuer an, das neue. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Das kommt, glaube ich, im April dann, ne? Hier steht doch im Boten drin. Ja, Meister. Ja, ich schau gerade. Meisterinformationen zu Reihe. Ah, nee, im Moment. Niederländischer Beitrag. Das ist was anderes. Logen. Die Loge des Widerstandenden Horas ist ein recht junger Geheimbund, dessen Mitglieder in stilvollen Feiern das Erbe ihrer güldenländischen Vorfahren preisen und sich gegenseitig in der Hoffnung auf ein neues goldenes Zeitalter wiegen. Im kommenden Abenteuerfest der Feinde wird die Loge eine zentrale Rolle spielen, aber auch darüber hinaus in Zukunft im Horasreich aktiv sein. Aber das ist halt genau das, was ich eben sagte. Das wird richtig krass werden. Ein neues goldenes Zeitalter. An dieser Stelle unterstreichen wir das Goldene mal. Ach, Quatsch. Scheint ja übrigens eine richtig geile Geheimloge zu sein, wenn die Zeitung drüber berichtet. Ja, aber das liegt auch daran, dass das Dogenwesen im Horasreich ja nun mal so. Das ist ja aber so populär. Das ist so hier ist meine Visitenkarte. Die Visitenkarte von meinem Geheimbund. Genau, ich bin übrigens Freimaurer. Rufen Sie an. Ja, krass, also ich muss sagen, ich habe echt Angst vor diesen kommenden Sachen, ne? Wenn da halt irgendwie so ein Stern oder so runterkommt, ja, ist halt die nächste Stadt kaputt, das interessiert mich nicht so. Aber diese ganzen Zeloten und diese ganzen
Leute, die mehr wissen, die dieses goldene Zeitalter erwarten. Was ist mit denen? Und vor allen Dingen, du kannst ja nicht, geh jetzt mal davon aus, das ist mal so Worst Case. Du gehst auf diese Einladung dahin und das allererste ist, hier, bitteschön, es gibt heute, als Vorsuppe eine kräftige Pilzsuppe vom Rattenpilz. Viel Spaß. Ja. Und alle essen halt, ne, und denken, ja, sehr schmackhaft, danke. Genau. Womit wir wieder bei dem Thema, ne, namenlos Geweihte und ihre Imba-Fähigkeiten sind. Und ich glaube, wenn man als Helden dagegen ankämpft, dann ist das Schlimme, das sind nicht die Leute, die was wissen, sondern das Schlimme ist, man zieht 10 Zeloten raus und die wissen alle nichts und man ist der eigentlichen Quelle des Problems nicht näher gekommen. Ja. Vor allen Dingen immer diese schlafwandlerische Sicherheit, mit der du die 10 Zeloten raussuchst, die ganz sicher nichts wissen, aber alle anderen wissen was. Uiuiui. Ich bin richtig gespannt darauf, weil seit wann gibt es ESA 5? Seit 15 jetzt, glaube ich. Ja, und Mitte 2015. Und diese ganzen jetzt fast 4 Jahre lang hast du die ganze Zeit gebrodelt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das noch weitergeht. Ich hoffe nicht mehr so lange, ich warte jetzt immer auf was, aber ich warte darauf, dass es mal so richtig ausbricht. Weil die kündigen es ja immer wieder an, hier im Boten, machen sie immer wieder Andeutungen. Ja, aber was heißt denn ausbricht? Also wir haben jetzt die letzte vom Berg, ist einfach die älteste Familie Aventuriens, ist jetzt einfach, ja, und das war ja nicht nur irgendwie ein Familienoberhaupt, das war einfach eine Herzogin, anverheiratet. Ich weiß nicht, ich glaube, der Herzogentitel geht halt nicht auf sie über. Das ist krass. Ja, aber es wird ja wohl nicht weiter behandelt werden. Das ist halt das Schade. Doch, da gibt doch jetzt ein Abenteuer dazu. Nee, also, doch nicht zu der Herzogin. Ja doch, du kannst es doch im also das wird erstmal im Briefspiel, wird das beantwortet. Und nach dem Briefspiel kann das auch, da gehe ich ganz von aus, wird das ein richtiges Abenteuer werden. Dann mach halt mit, meld dich halt an beim Boten. Spiel halt mit, dann weißt du, worum es geht. Also das wird ziemlich cool. Was halt ausbrechen wird, oder die Sache ist, man darf jetzt nicht damit erwarten, dass das so wird wie bei Borbarat, weil bei Borbarat war, ich bin hier, ich habe meine Horden bei mir. Ihr habt einen bekämpfbaren Feind, den ihr seht. Das ist das Problem. Du siehst es nicht. Genau. Es schwelt unter der Ohren. Das ist das unglaublich Gefährliche am Namenlosen. Ja, eben. Und nein, das meint ja auch niemand. Und das hast du da eben in der Theaterritter-Kampagne. Das muss man ihr zugute halten. Die Theaterritter-Kampagne hat diesen letzten Versuch, dieses letzte Aufbäumen eines militärischen Arms, der natürlich irgendwo, ich sag jetzt mal, versucht worden ist und natürlich verblendet ist und so, allerdings und dem Namenlosen zugehörig ist und der dann natürlich dann scheitert. Da hast du einen bekämpfbaren Feind. Und das ist nämlich immer das Problem. Du hast zwar diesen, das hattest du Frosty, glaube ich, auch in dem einen Upload erzählt, du hast mit dem Namenlosen immer irgendwelche Leute, die im Geheimen sind. Du hast einfach keinen bekämpfbaren Feind, sondern du kannst dich nur durch Informationen und Informationsgewinnung kannst du nur nach vorne kommen. Und das ist etwas, wo ich glaube, dieses Meta-Abend oder dieser Meta-Plot kann da sehr, sehr stark werden. Ausgesprochen stark. Und mit diesen Informationen. So fing das ja damals in der Borbarat-Kampagne auch an. Du hast dann im Boden hast du irgendwie 1000, boah, lass mich nicht lügen, 1017 hast du gelesen. Ja, dass übrigens ein Magier in der Akademie eine Spektabilität ist, irgendwie ein Gift verreckt. Kommt mal vor. Aber wenn du dann irgendwie einen Boten weiterliest und dann irgendwie 5 Städte weiterliest, da ist das gleiche normal passiert. Der Normale kriegt das erstmal so nicht mit und denkt sich, ach Mensch, schon wieder ein Magier. Aber wenn du das im Zusammenhang mit diesen borbaratianischen Erscheinungen dann siehst, dann ist das eben wieder dieses Gesamtbild. Und das wird jetzt über die ganzen Boten verteilt. Ich finde das mega spannend. Ich würde ja gerne mal bei Ulysses dann einfach mal so in die Plotbibel gucken. Ja, ich auch. Dieses Ulben-Kabinett, was sie jetzt neulich hatten bei der KRK. Ja, wir müssten jetzt nur mal wissen, wer da alles rein durfte. Oh. Den wir kennen. Aber okay, ich glaube, die dürfen nichts sagen. Die nee, ja genau, NDA. Also ich kenne halt Kai vom, ich muss gerade wieder zurück, Kai vom vier Helden und ein Schelm. Genau, vier Helden und ein Schelm. Der war ja da, der hat sich da ja eingekauft und der müsste eigentlich wissen, was da so alles besprochen wurde, aber der darf das halt nicht sagen.
Wahrscheinlich wurde erzählt, dass es noch eine neue Art und Weise Salzarede herzustellen gibt. Ja, wie auf der Vorseite. Na klar. Die wichtigen Dinge. Genau. Ja, Grollmagie, das ist auch spannend. Grollmagie für Magier. Erzähl mal, Cembal. Honingen. Für die Schüler des Magierkollegs Honingen bietet sich in diesem Jahr die einmalige Gelegenheit, ein aventurienweit einzigartiges Seminar zu besuchen. Theoretische und praktische Anwendung der Grollmagie. Magister E. Ilmenblick ist es gelungen, den magiekundigen Xarkel aus einer Sippe aus den Windhagbergen für ein Schuljahr als Gastdozenten zu gewinnen. Der Grollm reiste mit seinem Lieblingsschüler Jenks an und ließ sich nach den Angaben von Augenzeugen in dem Keller des Kollegs nieder, wo eine Speisekammer für ihn ausgeräumt werden musste. Magister Ilmenblick ist seinem Ziel der Gleichstellung von Zauberkundigen anderer Völker somit einen großen Schritt näher gekommen. Über die Zugeständnisse, die der Magister der Sippe machen musste, um den Zauberkundigen für ein Jahr am Magierkolleg beschäftigen zu können, liegen uns keine Informationen vor. Der Magister berichtet, dass er sich von der Forschung und Lehrtätigkeit Xarkels neue Erkenntnisse über die Wirkweise der Grollmagie und die Alchemika des Volkes erhofft. Experten bezweifeln jedoch den praktischen Erfolg des Seminars über den kurzen Zeitraum von einem Jahr, da es im akademischen Alltag zunächst einige kulturelle Hürden zu überwinden gilt, bevor sich erste Erfolge verzeichnen lassen. Kulturelle Hürden, alles klar. Ja, aber die leben doch gar nicht so lange. Für den Grollm ist ein Jahr bestimmt voll lang. Aber auch. Ist so, als hätte er sich für 10 Jahre verpflichtet. Und ich habe jetzt schon wieder so Jalan-Stimme im Ohr. Also ich glaube, Grollme werden 30 Jahre alt. Das ist die natürliche Lebenserwartung, wenn sie halt sehr alt werden. Sie sind aber nach 4 Jahren oder nach 3 Jahren sind sie ausgewachsen. Das ist das Ding, ne? Also zumindest, wenn du nach den dunklen Zeiten und der Spielhilfe gehen, und die sind ja eigentlich die ganze Zeit gleich geblieben. Die Rasse bzw. die Kultur hat sich dann ja nicht verändert. Du kannst halt irgendwelche Grollmen, ja, Magier sind es ja nicht, du kannst Grollmen, Alchemisten und Händler spielen. Die sind dann irgendwie 1W3 plus 1 Jahre alt. Und dementsprechend sind die dann irgendwie mit 4 ausgewachsen. Ist das relational ähnlich wie bei Menschen, wenn wir es uns einfach machen und sagen, okay, ein Mensch wird im Optimalfall 90, Grollm 30? Durch 3 teilen. Ja, wo sind wir dann mit 4 Jahren? Bei Hundejahren ist es ja auch nicht so. Hunde werden ja auch in den ersten Jahren werden sie sehr viel schneller erwachsen. Und dann altern sie natürlich irgendwie mit 7 Jahre, ne? Ein Hundejahr sind 7 Menschenjahre oder andersrum. Also ich glaube, du kannst das nicht ganz in Relation setzen, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie Grollen Babys aussehen. Das wahrscheinlich niemand, auch nicht in Aventurien. Das willst du nicht wissen. Ich wüsste nicht mal, dass es weibliche Grollme gibt. Klar, die muss es irgendwo geben in ihren Grollmur oder wie das diese ganze Binge heißt, aber ich habe immer nur männliche Grollme gesehen. Ich glaube nicht mal Grollme wissen, wie Grollenbabys aussehen. Wenn du nach Grollm in der Wiki, müsste ein Bild eines weiblichen Grollms sein. Ja, weiß ich nicht, ist das so? Die müssen sich aber eigentlich nicht schlecht vermehren, weil wenn sie nur so eine geringe Lebenserwartung haben, dann müssen sie Nachwuchs haben, sonst wären sie ausgestorben. Da gibt ja auch nicht mehr so viele. Weiß gerade jemand, was Honingen eigentlich macht? Honingen? Muss gerade mal gucken. Das ist keine richtige Akademie. Ich glaube, das ist dieser eine Magier, der aus dem Lab dann irgendwie Kanon Steff geworden ist. Ja, Steff ist ja, das. Ja, von Steff. Ja, ich glaube, die kämpfen noch um Anerkennung irgendwie so, ne? Vor der Grauen Gilde. Störrebrand hat ja auch ein eigenes Kolleg gebaut. Also neben Riva haben die jetzt in Wagenhall, das ist nördlich von Gareth, da haben sie jetzt eine ganz eigene Akademie aufgebaut. Die haben sogar ein schwarzes Auge. weil, ja, ja. Es ist jetzt durch den Sternfall ist halt Meteoreisen runtergekommen. Und das hat Störrebrand hat das in Gareth selber gesucht, hat das gefunden und hat sich dann sofort ein schwarzes Auge pressen lassen. Ich weiß nicht, was das kann, aber das ist in der Roman Sternlehre wurde das beschrieben. Ich glaube, da hat er sogar 2 Kurzgeschichten bekommen. Und jetzt baut er in Wagen halt, baut er sich seine Magierakademie auf. Direkt in Konkurrenz zu den Pfeilen, beziehungsweise Schwert und Stab und magische Rüstung. Aber Störrebrand ist doch grau.
Ich weiß nicht, welcher Störebrand das ist. Nein, nein, ich meine, die Störebrand-Akademie ist doch grau. Ja, und? Ja, Was hat das damit zu tun? Nee, ich wollte es eigentlich als Frage formulieren. Es kam dann irgendwie so als Empörung raus. Ich weiß gerade nicht, welcher von den ganzen Störebrands. Armit? Da gibt es so ein Abenteuer mit den ganzen Kindern und wo es irgendwie um die Nachfolge geht, aber ich habe die Namen vergessen. 1 Million Dukaten sind das, glaube ich. Meinst du 3 Millionen? 1 Million Dukaten? Kann auch sein. 3 Millionen. Weiß ich nicht, da habe ich eine Ritterin reingeworfen, aber das ist eines der 100.000 Abenteuer, die wir angefangen und nie weitergespielt haben. Honing ist ein Bund aus privaten Lehrmeistern. Gibt's da nicht in Honing diese Zauberbaden oder wo sitzen die? Sind die bei Punin oder sind die bei Honing? Die sind nicht bei Punin. Die Zauberbaden, du meinst die Cheoladier, die albernischen. Oder wie? Ich weiß nur, dass es jetzt das Pendant zum Raschtool. Wie heißen denn diese Novadi-Trommler? Derwisch? Genau, die Derwische. Die Derwische gibt's jetzt auch für Gildenmagier, ganz neu. Also es... Entschuldigung. Ja, nee, ich... Hier, Emmeran-Störerbrand war das. Ich war das hier. Niederlassung des Störerbrand-Kollegs in Wagenhalt. Die Wagenhalter Zweigstelle oder Niederlassung des Störerbrand-Kollegs zu Riva wurde von Emmeran-Störerbrand gestiftet. Das ist das zweitälteste Kind. Also es hat nichts mit dem... Es ist ein Händler und das ist ein Fexgeweihter. Der ist selber gar kein Magier. Der leitet das Zeug nur und verdient sich da einen Reibach. Typisch. Lustig. Ich dachte, das wäre ein Magier, aber das war gar kein Magier. Das war nur ein Fexgeweihter. Nice. Weißt du, seit wann Emmeran ein Fexgeweihter ist? Nee, das weiß ich nicht. Müsstest du dann irgendwie mal nachlesen. Der hat sicherlich auch irgendwo Herz des Reiches oder Herz der... Wenn du es gerade mal hier Steuerung C, Steuerung V... gerade mal in den Livestream rein. Was du meintest, war... Ich glaube, in Honing war der... ist der eine Badenwettbewerb immer. Es gibt diesen vierjährigen Badenwettbewerb, der immer zwischen mehreren Staaten, Städten ist. Ich glaube, Honing ist einer davon. Norburg ist auch einer davon. Ich glaube, da war was. Und ja, die Zauberbaden, die dort in Honing, wenn sie denn zu diesen Treffen ebenfalls hinkommen, das sind meistens Cheoladier, das sind die bei DSA 5, die albernischen Zauberbaden. Und dann gibt es noch die aus Torwald, die auch nochmal vorbeikommen, das sind die Sangala. Wollen wir noch die letzten, nee, so, doch, die letzten Leserbrief. Artikel machen? Genau, machen wir nochmal den Leserbrief aller Dose. Sehr wohl. Leserbrief zu Ursprung der Tollwut entdeckt. Kustik, Zweifel, Empörung. Wir gratulieren dem Magus zwar zu seinem erhaltenen Titel, doch hat er offensichtlich Correlatio und Causatio verwechselt. So ist doch viel offensichtlicher, dass die Tollwut nichts anderes ist als eine schwächere Form der Lykanthropia und damit Folge des Fluchs Madaya Rails. Nicht die Blume oder deren Flöhe, lächerlich, als hätten Pflanzen Flöhe, löst sie aus. Diese ist genauso nur ein Symptom. Wahrscheinlich wächst sie auf den Hinterlassenschaften tollwütiger Tiere, nichts weiter. Unzüchtige Lebensweise und das Raya- und Travia-lästernde Verkehren mit Tieren sind die Ursache, die Wut eine Strafe der Götter. Warum soll sich Lykanthropia und Rabies wohl in Tobrien so verbreiten? Ein besorgter, kusslicher Bürger. Das ist besonders hart. Ein besorgter, kusslicher Bürger, genau. Da habe ich jetzt leider den ursprünglichen Artikel nicht mehr zuvor vor meinem geistigen Auge. Da weiß ich gerade nicht, worum es geht. Naja, wenn ich das mal zurück in Reverse Engineere, dann würde ich sagen, geht es halt um Erkenntnisse darum, wo die Tollwut herkommt. Also ich habe den gelesen, aber ich erinnere mich nur noch vage. Ich glaube, sie haben irgendwie entdeckt, dass es eine magische Komponente hat, weil das ist ja bei einer Krankheit nicht selbstverständlich. Aber ich weiß auch nicht mehr genau. Maya und Travia lästiges Verkehren mit Tieren. Okay. Achso, er erklärt sich damit, dass daher, wenn dann Bauer Hinz und Kunst irgendwie irgendetwas mit Tieren dort tut, dann kommt ein Werwolf dabei raus, oder wie? Offensichtlich.
Interessant. Vor allem Travia lästerlich, okay, ja gut. Also du solltest so ein Ding eh nicht heiraten, aber... Ich heirate meinen Hund. Ja, und wenn du natürlich einen Travia-Bund hast, dann darfst du natürlich auch nicht dagegen den verstoßen, indem du dann untreu wirst. Ja. Mit dem Schaf. Mit dem Schaf. Ein Wehrschaf. mit den Schafen von dem Werbeblatt hier. Das ist Rudi, das Wehrschaf. Und der, in Wirklichkeit ist das nämlich Borstel. Borstel ist ein Wehrschwein. Oh nein! Frosty, hast du das? Hast du dieses Werbeblatt für Fauler Frühling? Zeig mal bitte die Schafe. Muss mal gucken. während ich suche, könnt ihr ja schon mal... Die werden mich verfolgen. In meinen Träumen werden die Schafe mich auch verfolgen. Soll ich den nächsten machen? Ja, mach mal den nächsten. Ich suche gerade das Werbeblatt. Ich glaube, das habe ich gar nicht runtergeladen. Wertvoller als Gold. Piraten machen die Sinde gefällige Beute. Belhanka. Geplündert und mit verletzten Matrosen an Bord schleppte sich die Bürgerstolz in den Hafen der Serenissima. Das Schiff war im Perine mit dem Ziel Nova Metumisa, der turischen Kolonie, aufgebrochen und wurde erst in einigen Monaten zurück erwartet. Doch die stolze Karacke aus den belankanischen Werften erreichte ihr Ziel nicht. Vor der unzivilisierten Küste südlich von Korhob, abseits aller Hoheitsgewässer, schlugen die Piraten zu. In den frühen Morgenstunden bemerkte der Ausguck, der Bürgerstolz, ein Schiff, das sich mit Piratenfahne am Mast und dem Wind in den Segeln rasch näherte. Noch während die Alarmglocke erschallte, erkannten die tapferen Matrosen, mit wem sie es zu tun hatten. Vanya Natyalev mit ihrer Blutrochen, eines der berüchtigsten Piratenschiffe des Südens. Sie gaben alles, doch es gab kein Entkommen, und nach kurzem Gefecht wurde das Schiff geentert. Der Kapitän konnte nichts tun, als um sein Leben zu betteln und der Piraten zu versichern, dass er keine Schätze an Bord habe. Nur Kolonisten und Vorräte. »Ich suche etwas Wertvolleres als Gold«, erwiderte die einäugige Seeräuberin und griff sich die Sternkarten des Schiffes. Karten des Südaventurienrates, in denen die Veränderungen des Sternfalls bereits eingezeichnet waren, interessant. Wir können davon ausgehen, dass Kapitänin Natyalev nicht für die Alanfana segelt und die Karten zur Navigation auf neuen Kaperfahrten nutzen wird. Erschreckend genug, doch dieser Überfall war nicht der erste, bei dem Seeräuber es auf die Sternenkarten eines Schiffes abgesehen hatten. Hinter manchen, so fürchtet der Südaventurienrat, könnte sich in Verletzungen der Thalassokratie-Akte alanfanische Spionage verbergen. Hier haben wir dann wieder Mitabmord. Ja, die Thalassokratie, das ist eigentlich das ganze Meer, was um die Zyklopeninseln herum ist. Das ist die Thalassokratie. Das ist auch wieder ein myranischer Begriff. Sternkarten. Schon wieder. Einäugige Seeräuberin. Aha. Also okay, ich meine, unter Piraten ist halt so ein ausgestochenes Auge ist unter Seeräubern halt begrifflich, aber nee, sorry, also... Das riecht nach Purpur. Ich suche etwas Wertvolleres als Gold, sie will halt die Schiffskarten, sie ist einäugig, sorry, aber... Tja, ich habe jetzt leider, musste ja meinen Computer draufsetzen, ich habe jetzt leider nicht mehr hier dieses Soundboard drin, sonst hätte ich jetzt... Ja. Dum-dum-dum. Nadaljew. Kapitänin Nadaljew, nee, die segelt nicht für Alanfa. Kann aber auch sein, dass das eine Gegenreaktion ist für das, was mit diesen Kulten ist, die ganzen Sternkarten vernichtet. Und das könnte sein, dass sie sozusagen jetzt diejenige ist, warte mal, oder vielleicht jemand ihr diesen Auftrag gegeben hat, diese zusammenzusammeln. Einfach nur nach dem Motto, wir müssen dieses Wissen irgendwo bewahren. Das kann natürlich auch sein. Quatsch. Naja, für sich. Ich sag nicht, dass sie gute Absichten hat, sondern für irgendwelche anderen Absichten und das Wissen anderen zu enthalten. Das kann natürlich auch in Konjunktion zueinander sein. Ja. Das ist klar. Also auf einer IT-Ebene musst du da nichts rauslesen. IT ist das halt irgendwie eine Piratin, die will jetzt irgendwie diese Karten haben für irgendwen. Klingt halt schon nach Alanfa, weil wenn du normaler Seeräuber bist, dann willst du halt Gold haben. Und Freibeuter, die arbeiten dann ja für einen Staat,
die wollen dann kein Gold, die wollen dann tatsächlich Geheimnisse haben. Das macht also schon Sinn, dass das irgendwie mit Alanfa IT in Verbindung zu setzen ist, aber wir wissen halt auf einer Meta-Ebene, wenn wir uns das jetzt OT betrachten, mal wieder die Sternkarten. Ja. Ich muss gerade mal gucken, ob wir da noch irgendwelche Infos haben. Nee, haben zwei Artikel haben wir noch. Zwei? Was denn? Ja, wir haben noch diesen, wenn wir den noch lesen wollen, den Bericht über den schwarzen Keiler. Ach so, nee, den wollen wir nicht lesen. Keine Ahnung, wollen wir nicht lesen. Aber hier, wie es sich anfühlt zu zaubern. Ich weiß nicht, was das soll. Von Serena, das ist ja die Chefin vom Avedorischen Boden. Wer will? Wer hat? Wer will nochmal? Ich kann machen. Wie es sich anfühlt zu zaubern. Revolution in der Poesie. In einer interessanten Nebenmeldung des Allaventurischen Konvents der Magie veröffentlichten einige Abgänger der Nandus-Schule der Herzog-Eolan-Universität zu Metumis ein Werk über die interne Wahrnehmung der Ausübung arkaner Kräfte. Doch handelt es sich hierbei mitnichten um ein wissenschaftliches Werk, sondern um eine Sammlung poetischer Ausdrucksweise des Erfahrenen. Die Lektüre ihres Werkes, die Poesie der Magie, soll den Leser in die Lage versetzen, durch die Erfahrung des Gedichtes nachzuempfinden, was ein Magus oder eine Maga beim Wirken eines Kantos verspürt. Das Werk ist über einen Studienkreis junger Adepten entstanden, die zu eruieren versuchten, sich das Wirken desselben Kantos für jeden der Teilnehmer emotional gleichgestaltete. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass dies nicht der Fall ist und dass die Lebenslage, Lernumgebung und vielleicht auch Persönlichkeit des Adepten beim Erlernen der Zauberformel und der Wahrnehmung der Ausführung des Zaubers zu verändern scheint. Statt es bei dieser interessanten wissenschaftlichen Erkenntnis zu belassen und eine Abhandlung darüber zu verfassen, vertieften sie jedoch ihre Bemühungen und traten mit Spezialisten der Sprachkunst und Philosophie zusammen, um darüber hinaus ein Gedichtband der Erfahrung des Zauberns zusammenzustellen. Ob es ihnen gelungen ist, die intensive Erfahrung des Wirkens arkaner Kräfte durch die Poesie und durch die Magie nichtfähigen Personen näher zu bringen, mögen andere entscheiden. Für andere Mager wie mich gestaltet sich die Lektüre ohne Frage als charmant und erbaulich. Also weiterhin Waldorfschule. Ringeltorf mit anfassen. Warst du sowieso schon immer, aber ja. Also Waldorfschule, das ist dann doch eher so, dass das ist dann ja Sada, oder nicht? Wenn die Elfen anfangen. Das ist richtiges Waldorfschule. Du hörst doch Salamander, Raya. Manzu Salasandra? Salamander. Ist das die Zeitung? Der Salamander? Ach so. Weil der Artikel hat keine Ortsangabe. Ja, stimmt, hast du recht. Also Alan, interessante Nebenmeldung des Allaventurischen Konvents und das war in den Kunchum. Also ich würde das so vor dem Hintergrund sehen, auch Magier haben Hobbys. Na, sehe ich. Und wenn es Lyrik ist. Ja, okay. Wo ist denn... Ich kenne mich jetzt mit Tumis nicht aus. Das sind Metamagier, oder? Mit Tumis? Machen die? Du hast recht. Also ich habe auch als erstes Salamander und Salamandersteine oder sowas gedacht, aber... Na, habt ihr recht. Das ist trotzdem Waldorfschule. Akademie des magischen Wissens. Ein phantasmagorisches Institut. Wie darf ich mir das so vorstellen, wenn da so ein anagastischer Kampfmagier jetzt berichtet, wie er den Ignis Firo formt und wie sich das für ihn anfühlt? Heiß! Verdammt heiß! Ich wollte gerade sagen, verbrennst halt erstmal deine Patschehähnchen. Solche durften natürlich nicht an dem Gedichtband mitschreiben. Verstehe mal, vorher so ein Anagaster versucht, seine Lyrik anzubringen, oh Gott. Ja, noch viel besser als ein Ignis Firo ist ja dann so ein Archosphero, wenn du erstmal so einen richtigen fiesen Metallsplitter in deine Hände reißt. Au! Ah. Was haben sie gemacht? Ich habe Archosphäre gezaubert. Okay. Lassen sie das. Können wir bitte die Hände in die Feuerschale halten? Aber bei diesen Feenglobulen-Beschreibungen, da waren auch Texte dabei, und zwar von Tomek Aterion, so quasi über die Erfahrung, wie ist es so in einer Feenglobule. Also das war auch eher poetisch, als dass es jetzt nach wissenschaftlichen Fakten klang. Gut, Tomek Aterion ist aber ja auch, also... Wenn der nicht ständig seine Shisha bei sich hat, ne? Man weiß es auch nicht. Da waren auch echt ein paar interessante Sachen bei, ne? Fand ich ganz interessante Talkrunde mit euch. Sind leider nur vier Seiten. Sollten das tatsächlich da mal
weiterverfolgen. So, in den nächsten Booten könnte da tatsächlich was kommen. Jetzt gerade kriegen wir nochmal die zwei neuen Abenteuer dazu. Ja, werde ich dann auch, geht's gerade in Hinsicht auf diese Booten, werde ich das auf alle Fälle rezensieren. Bin ich sehr gespannt, was da drin steht. Ist Fauler Frühling eigentlich das Abenteuer zu der Regionalspielhilfe oder kommt da nochmal eins extra? Weiß ich nicht. Bin ich nicht informiert. Muss ich mir nochmal angucken. Das müsste man mal in Erfahrung bringen. Wie ist denn das Heldenwerk jetzt? Dornen. Giftige Dorn? Dornenpfad. Dornenpfad. Muss ich auch nochmal reingucken. Ja, ich habe jetzt hier Vampire, dunkle Zeitalter, da werde ich nochmal reinschauen und dann gucken, wie Vampire im Mittelalter gelebt haben. Ich habe ein bisschen was vor jetzt, das Wochenende. Hat ja für mich, wie gesagt, schon angefangen. Oder ja, dann nochmal. Du bist ja jetzt 3 Wochen. Ja. Bist du ja quasi. Mülltonne brennt schon im Wohnzimmer. Wenn deine Frau wieder nach Hause kommt, dann. Wirft sie der Schlag. Die Hände über den Kopf zusammenschlagen und erstmal mit dem Kercher kommen oder so. Ja, richtig. Schön dann mit so harter Wasserstrahl dann auspacken und dann alles über Grund reinigen. Leute tapezieren. Ja gut, ich fand, das war ein ganz interessantes Ende so für den Stream. Also niemand interessiert sich dann mehr für Kingdom Come. Ich fand das dann so mal als Diskussionsrunde mit euch, weil ihr ja auch irgendwie aventurisch bewandert seid. Da macht das Diskutieren ja auch sehr viel Spaß. Ja. Fand ich super interessant. Also jetzt dieses wie die Sterne stehen, aventurisch, das ist jetzt halt egal. Aber also jetzt dann mit dieser Herzog und... Es sind halt oft die kleinen Artikel, die dann viel zu sagen haben. Ja. Also nicht unbedingt mal die ganz groß vorne hier auf der Titelseite sind, sondern zum Beispiel hier wertvoller als Gold oder das mit den Magiern. Ja, vor allem hier, was war das? Meldet euch für das Briefspiel an, Nordmarken. Wenn du da Bock hast, Herulian, mach da mal mit. Wo mache ich das denn? Neuspieler@nordmarken.de habe ich gerade eingeblendet. Steht in der Meisterinformation. Kannst du dich anmelden fürs Briefspiel und dann kannst du mal gucken, was da so beim Plot rauskommt. Und ich gehe mal davon aus, das wird sicherlich auch als richtiges Abenteuer dann nochmal gedruckt werden. Frosty schickt seinen Spion. Genau, den Spion. Ja gut, ansonsten, ich glaube, ich mache mir etwas zum Abendessen. Zum Abendessen? Ja, 17:30 Uhr, ich werde jetzt noch einen Kaffee genehmigen und dann muss ich Cthulhu vorbereiten. Ich habe noch nicht mal Mittag gegessen. Habe ich auch nicht, deswegen habe ich jetzt Hunger. Na dann auf jeden Fall viel Spaß mit Cthulhu. Ja, ja. Genau. Dann ganz recht herzlichen Dank fürs Mitmachen und fürs Besprechen. Hat Spaß gemacht. Wie gesagt, solltest du sowas mehr vorhaben oder wieder vorhaben, dass wir es beim nächsten Booten wieder machen, sag Bescheid, ich bin gerne dabei. Mach ich auf alle Fälle, ich schreibe euch dann im Discord an. Jo. Dass es jetzt Porno-Livestreams gibt in der Belacker Bayerkirche. Wow, ey. Lustig. Livestreams gibt's noch nicht. Wenigstens muss man ja sagen, sie gehen Wege der Vereinigung auch komplett zu Ende. Das nennt man Konsequenz. Ja, ich finde das geil. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal in irgendeiner Art und Weise wieder. Das wird die nächsten Tage dann öfter mal passieren. Und damit sagen wir, glaube ich, tschüss. Jo. Ciao. Tschüss.